Damen und Herren, heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Anwesend waren 44 Gründungsmitglieder, ein Teil davon war früher Mitglied der Linken, ein Teil war Mitglied einer anderen demokratischen Partei und es waren auch einige anwesend, die sich bisher noch nie parteipolitisch engagiert haben. Dabei waren Gewerkschafter und Unternehmer, Ärzte und Sozialarbeiter, Professoren, Abgeordnete und Theologen. Programmatisch haben wir Ihnen heute nicht so viel Überraschendes anzubieten. Das Parteiprogramm der neuen Partei, das erste Parteiprogramm, orientiert sich stark am Gründungsaufruf des Vereinsbündnis Sahra Wagenknecht. Wir werden jetzt in einem längeren Prozess, voraussichtlich bis zur Bundestagswahl, ein detaillierteres Parteiprogramm erarbeiten. Wir werden dafür Expertenräte gründen und auch externen Sachverstand einbeziehen. Denn anders als andere Parteien wollen wir tatsächlich die Programmatik gemeinsam mit denen entwickeln, die von den Problemen im Land in ihrem Alltag betroffen sind und die oft besser als hauptamtliche Politiker wissen, welche Veränderungen ihnen wirklich helfen dürfen. Wir haben heute einen ersten Parteivorstand gewählt. Details wird gleich Amir Mohamed-Ali vorstellen. Wir sind mit diesem Vorstand übrigens die einzige bundesdeutsche Partei mit gleich zwei Quereinsteigern, zwei erfolgreichen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft im engsten Führungskreis. Wir haben außerdem eine Satzung beschlossen, die unserem Anliegen Rechnung trägt, kontrolliert und langsam zu wachsen, was die Mitgliedschaft angeht. Wer uns sofort unterstützen möchte, den bitten wir auf unserer Webseite, sich als Förderer oder Unterstützer anzumelden. Förderer und Unterstützer kann jeder sofort werden. Und wenn sich viele Menschen für diesen Weg entscheiden, würde uns das sehr helfen. Die Europawahl wird die erste Wahl sein, zu der das BSW antritt. Danach folgen drei Wahlen in Ostdeutschland. Und wir sind zuversichtlich, bei allen drei Wahlen mit kompetenten Landeslisten antreten zu können. Gerade in Bezug auf die ostdeutschen Landtagswahlen wird ja derzeit oft davon geredet, dass die Demokratie in Deutschland gefährdet wäre. Es ist unseres Erachtens oder wäre unseres Erachtens hilfreich, wenn in dieser Debatte nicht immer wieder Ursache und Wirkung verwechselt würden. Denn die Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet durch eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen oder aber vor den Kopf gestoßen fühlen. Hier direkt vor der Tür protestieren heute und auch im ganzen Land die Landwirte, weil sie zu Recht nicht einsehen, dass sie für die Unfähigkeit der Ampel, einen soliden Haushalt aufzustellen, am Ende bezahlen sollen. So wie ihnen geht es ganz vielen Menschen hier im Land, auch wenn viele ihren Groll derzeit noch nicht auf die Straße tragen. Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat, außer ihnen das ohnehin knapper geworbene Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie erleben einen Bundeskanzler, der sprachlos wirkt, selbst wenn er lange Reden hält. Und sie erleben eine Opposition, die zu großen Teilen tatsächlich auch die Politik der Regierung mitträgt. Und dann wundert man sich über Wut, Protest und Denkzettelwahlen. Und Politiker beschweren sich über ein Volk, das es irgendwann einfach satt hat, so von ihnen behandelt zu werden. Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk, die unser Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden werden kann. Ja, meine Damen und Herren, in der Tat, heute haben wir es geschafft, die neue politische Kraft aus der Taufe zu heben, die unser Land so dringend braucht. Unser erster Parteivorstand besteht aus Sahra Wagenknecht und mir als Parteivorsitzende, Christian Leyl, als dem Generalsekretär, Lukas Schön, dem Geschäftsführer, Ralf Suikert, dem Schatzmeister und Professor Sherwin Hakschino, dem stellvertretenden Vorsitzenden. In den vergangenen Wochen sind viele Menschen auf uns zugekommen, die bisher nicht in der Politik waren, aber die sich jetzt politisch engagieren wollen, weil sie mit uns gemeinsam unser Land wieder nach vorne bringen möchten. Und einer von ihnen ist Professor Sherwin Hakschino. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass er bereit ist, unsere Partei zu unterstützen. Seine jahrelange Führungserfahrung in einem Industriekonzern und seine herausragende Kompetenz im Projektmanagement anspruchsvoller Vorhaben wird sehr, sehr hilfreich für uns sein. Wir wissen, es geht um viel und wir sind bereit dafür. Dankeschön. Vielen Dank und das Wort haben Sie gleich.
Vielen Dank. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Mein Name ist Sherin Hakschenow. Ich war bis zum heutigen Tag kein Politiker. Im Rahmen der heutigen Gründungsversammlung wurde ich zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Zu meiner Person: Ich bin 48 Jahre alt, in Teheran geboren und lebe seit meinem 10. Lebensjahr in Deutschland. Als Quereinsteiger bringe ich 25 Jahre Berufserfahrung mit. Zum einen aus der Wirtschaft durch Führungsaufgaben in einem internationalen Baukonzern und Aufbau eines eigenen Unternehmens, zum anderen aus der Wissenschaft durch die Arbeit als Universitätsprofessor. Wolfgang Thierse hat einmal gesagt, die Demokratie ist unser wertvollstes Gut, sie zu erhalten ist Aufgabe und Verpflichtung zugleich. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Schauen wir uns die Wahlbeteiligung und die Umfragen an. Es ist absehbar, dass bei der nächsten Bundestagswahl weniger als 50% der Wahlberechtigten ihre Stimme für eine der sogenannten demokratischen Parteien der Mitte abgeben werden. Die Mehrheit hat das Vertrauen in diese etablierten Parteien verloren. Auch das Vertrauen in die Medien nimmt leider immer mehr ab. Für mich sind das alarmierende Entwicklungen, die eine ernsthafte Bedrohung für den Fortbestand unserer Demokratie darstellen. Und auch ich habe in den vergangenen Jahren Vertrauen verloren. Es ist aber keine abstrakte Enttäuschung, sondern die Tatsache, dass konkrete politische Ziele nicht mehr glaubwürdig vertreten werden. Ich möchte gerne einige Punkte nennen, die mich aufgrund meiner eigenen Biografie sehr bewegen. Beispiel Außenpolitik. Als jemand, der Erinnerung daran hat, als Kind in einem Land groß zu werden, in dem es einen Krieg gab, bin ich erschüttert, dass unsere Außen- und Sicherheitspolitik immer mehr darauf ausgerichtet wird, dass unser Land, dass Deutschland immer mehr an militärischen Einsätzen beteiligt ist, statt durch Diplomatie und Entspannungspolitik unseren Einfluss in der Welt für Frieden geltend zu machen. Gerade mit unserer Geschichte haben wir eine große Verantwortung. Beispiel Bildungspolitik. Als meine Eltern nach Deutschland kamen, die von vorne anfingen, lebten wir viele Jahre von Sozialhilfe. Später machte ich die sehr prägende Erfahrung, dass sozialer Aufstieg durch Integration und durch Bildung möglich ist. Heute haben wir es nicht nur mit einem Versagen in der Integrationspolitik zu tun, sondern auch mit einem maroden Bildungssystem, das soziale Ungerechtigkeit manifestiert und zudem den Fachkräftemangel beschleunigt. Beispiel Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass gute Rahmenbedingungen für unsere Industrie, für den Mittelstand, für die vielen Selbstständigen, aber auch faire Löhne und sichere Arbeitsplätze, zwei Seiten derselben Medaille sind. Viele Unternehmer sind sich der Verantwortung vieler Arbeitnehmer sehr bewusst, im Gegensatz zu anonym geführten Großkonzernen oder globalen Finanzinvestoren. Es ist kein Widerspruch, sich für die Interessen der vielen fleißigen Menschen in unserem Land und für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen einzusetzen. Die meisten Menschen wollen doch einfach nur, dass ihre Regierung nicht irgendwelche Ideologien verfolgt, sondern schlicht eine rationale Politik macht, die ihre Lebensbedingungen verbessert. Und dass es in unserem Land wieder gerecht zugeht. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die gerade deswegen ihre Hoffnungen in unser Bündnis setzen. Als Bauingenieur und Unternehmer ist mir der Aufbau von Neuem nicht fremd. Ich freue mich daher sehr, dass ich meine Erfahrungen an dieser Stelle einbringen darf, um zu unterstützen. Und ich möchte zu einer politischen Kultur beitragen, in der Menschen sich gerne in der Demokratie engagieren. Meine Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass der heutige Schritt für mich keine einfache Entscheidung war. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass wir in Deutschland eine neue Kraft brauchen, die den Menschen Zuversicht gibt, dass Politik wieder ihre Interessen vertritt und zugleich die Demokratie stärkt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die neue Partei mit ihrer programmatischen Ausrichtung erfolgreich sein wird. Da habe ich mich entschieden, nicht mehr an der Seitenlinie zu stehen, sondern mich auf den Platz zu begeben. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, in einer Zeit, in der die Regierung nicht in der Lage ist, das Land gerecht durch Krisen zu führen, in Zeiten der Spaltung, in denen die Gesellschaft politisch an sich selbst verzweifelt, soll unsere Gründung ein Zeichen der Hoffnung sein. Wir werden am 27.01. unseren ersten Parteitag in Berlin abhalten. Dort wird auch unsere Europaliste gewählt werden und unseren Vorschlag für die beiden Spitzenkandidaturen möchte ich Ihnen heute vorstellen. Während draußen die Bauern gegen eine ungerechte und undurchdachte Finanzpolitik protestieren, setzen wir mit Fabio De Masi
einen über die Parteigrenzen hinweg respektierten Wirtschafts- und Finanzpolitiker, der bei der Aufklärung von Finanzskandalen den Bundeskanzler vor sich hertrug. Während in der Bundes- und in der Europapolitik unkluge politische Entscheidungen getroffen werden, die von den Kommunen ausgebadet werden müssen, schlagen wir einen Mann der Praxis vor. Thomas Geisel war lange Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf und wird seinen Sachverstand und seine Erfahrung für den Wahlkampf einbringen. Sehr verehrte Damen und Herren, meine politische Laufbahn begann vor 10 Jahren im EU-Parlament. Für mich hat das Ganze von daher etwas von zurück in die Zukunft. Bis kürzlich habe ich mich heftig gegen ein neues politisches Mandat gesträubt. Es gab aber mehrere Schuldige für meinen Sinneswandel. Erstens die Ampelkoalition, die mit ihrer desaströsen Politik die Erntehelfer der AfD in diesem Land sind. Zweitens die Beharrlichkeit von Sarah Wagenknecht, Christian Leier und vielen Menschen, die mich an meine eigene politische Verantwortung in diesen Zeiten erinnert haben. Und drittens gespannte Mitstreiter, darunter Thomas Geisel und weitere Überraschungen, die Sie in den nächsten Wochen verfolgen können. Der Kanzler an der Spitze der größten Volkswirtschaft Europas hat nicht nur Erinnerungslücken bei Cum-Ex, sondern auch keinen Plan für die Zukunft. In Hamburg versprach er einen Elbtower und lobte René Benko über den grünen Klee heraus, kam eine Bauruine. In Deutschland versprach er ein Wirtschaftswunder und wir stecken in der Rezession. Die SPD steht in Sachsen noch bei 3%. Die AfD könnte dort die absolute Mehrheit der Sitze erringen. Früher hätte ein Bundeskanzler bei einer solchen Performance einen Job als Frühstücksdirektor angeboten bekommen. Wir sind innerhalb der EU eines der Schlusslichter bei der öffentlichen Investitionsquote. Die Ampel hat sich entschieden, trotz Ukraine-Krieg und Energiepreisschock damals zur Schuldenbremse zurückzukehren, statt sich ehrlich zu machen und damit eine Verfassungs- und Haushaltskrise auszulösen. Der Bauernaufstand zeigt, wie groß der Druck im Kessel in Deutschland ist. Wir steigen ab bei der Infrastruktur wie der Bahn, in der Lese- und Mathekompetenz unserer Kinder. Die Bildungsungleichheit hat sich dramatisch verschärft während der Corona-Krise. Wir haben eine Wohnungskrise, die die Mieten treibt und die Reallöhne auffrisst. Außer Italien, ist in keinem anderen G7-Staat, sind die Reallöhne so stark gesunken seit der Corona-Krise wie in Deutschland. Nun wurden die Mehrwertsteuern wieder angehoben, die die Preise treiben werden und denen mit schmalen Schultern das Kreuz brechen. Eine Studie unter anderem der Schwedischen Zentralbank kam zum Ergebnis, dass eine solche Politik rechte Parteien in Europa stärkt. Mit jeder Woche, in der diese Regierung Deutschland führt, verliert unser Land Europa auf Jahre hinaus die Zukunft. Wir hatten bereits vor der Zeitenwende einen Verteidigungsetat, der der Atommacht Frankreichs entsprach, aber in einem schwarzen Loch versickerte. Ursula von der Leyen wurde damals für ihren Berater und Beschaffungsfilz auch noch zur EU-Kommissionspräsidentin befördert. Dies ist ein Symbol für den Verfall politischer Verantwortung. Weniger ist mehr. Ich möchte ein Europa, das seinen Job macht und sich auf die Dinge konzentriert, wo es einen Unterschied für die Menschen machen kann. Dies betrifft etwa die Minimumbesteuerung internationaler Konzerne, um unseren Mittelstand zu schützen, die Abschöpfung von Übergewinnen im Energiesektor, die Unterbindung von Lohndumping im Binnenmarkt und den Schutz vorzüglicher Tariflöhne, damit Zustände in unseren Schlachthöfen nicht um sich greifen, die Reform des Beihilf- und Vergaberechts für eine aktive Industriepolitik und eine Reform der europäischen Schuldenbremsen, um Investitionen zu ermöglichen, die Förderung einer digitalen europäischen Infrastruktur, um unsere Abhängigkeit von Big Tech-Konzernen aus den USA zu verringern und eine Agrarpolitik, die die Landwirte nicht internationalen Getreidebörsen oder den Aldi-Brüdern ausliefert. Wir brauchen auch diplomatische Initiativen im Ukraine-Konflikt und angesichts der Tragödie in Gaza. Meine Damen und Herren, die teilweise heftigen Reaktionen auf meine Kandidatur haben mir gezeigt, die politischen Mitbewerber sind nervös und dazu sollten sie auch einen Grund haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin hier bereits vorgestellt worden, Thomas Geisel. Ich war 6 Jahre lang Oberbürgermeister von Düsseldorf. Davor war ich 15 Jahre lang in leitenden Funktionen in der Energiewirtschaft tätig. Ich war 40 Jahre lang Mitglied der SPD. Heute habe ich mich dem Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit angeschlossen. Maßgeblich dafür waren vor allem 3 Gründe. Erstens, ich kann mich nicht erinnern, dass unser Land sich jemals in einem so schlechten Zustand befunden hat wie heute. Aus dem Modell Deutschland der Ära Helmut Schmidt ist ein Sanierungsfall geworden. Und die Probleme sind ganz überwiegend
ausgemacht. Unsere Verkehrsinfrastruktur ist in einem beklagenswerten Zustand. Der Ausbau der Stromnetze und damit die Energiewende kommt nicht voran. Und bei der Digitalisierung ist Deutschland mittlerweile abgehängt. Immer mehr Bürokratie lähmt unternehmerische Initiative. Und was vielleicht noch schlimmer ist, sinnlose Verbote und Symbolpolitik gefährden den Industriestandort. Bestes Beispiel ist vielleicht das Verbot von Verbrennermotoren ab dem Jahr 2035. Damit werden nicht nur Hunderttausende von qualifizierten Arbeitsplätzen in Deutschland aufs Spiel gesetzt, damit wird der Industrie auch jeder Anreiz genommen, sparsamere Motoren zu entwickeln und letztlich wird damit auch dem Klimaschutz ein Bärendienst erwiesen. Zweitens, Voraussetzung für einen funktionierenden Sozialstaat ist der soziale Zusammenhalt. Und der ist in Deutschland zunehmend gefährdet. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Wer heute reich geboren wird, bleibt in der Regel reich. Und wer arm geboren wird, hat immer weniger die Chance, durch Fleiß und Anstrengung nach oben zu kommen. Aus einer Leistungsgesellschaft droht eine Besitzstandsgesellschaft zu werden. Wer sich private Bildung, Kliniken und Sicherheitsdienste leisten kann, entzieht sich immer mehr der gesellschaftlichen Solidarität und nach unten entwickeln sich Parallelgesellschaften, namentlich in migrantischen Milieus, die durch unkontrollierte Zuwanderung wachsen und immer schwieriger zu integrieren sind. Doch statt massiv in ein Bildungssystem zu investieren, das soziale Gerechtigkeit, das Chancengleichheit verwirklicht, verstecken wir uns hinter Identitätspolitik und führen Genderdebatten. Und für eine Steuerpolitik, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt, die Leistung honoriert und soziale Durchlässigkeit fördert, fehlt der Mut, vielleicht auch die Fantasie. Drittens, Deutschland unter sozialdemokratischer Führung stand immer für eine Politik des Friedens, der Entspannung und der Stabilität in internationalen Beziehungen. Ich darf erinnern, Willy Brandt hat hierfür 1971 den Friedensnobelpreis erhalten und Gerhard Schröder, gemeinsam mit Jacques Chirac, hat uns im Jahr 2001 vor einer Teilnahme am Irakkrieg bewahrt. Heute ist Deutschland Hauptwaffenlieferant der Ukraine in einem Krieg, der nicht gewonnen werden kann. Die gegenwärtige Bundesregierung möchte unser Land kriegstüchtig machen, redet einen neuen Kalten Krieg das Wort und beteiligt sich an Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die dem eigenen Land definitiv mehr schaden als Russland. Es ist leider so, Sozialdemokraten, wie sie in der Tradition von Willy Brandt und Helmut Schmidt sehen, sind in der SPD heimatlos geworden. Aber was noch schlimmer ist, immer mehr Menschen scheinen die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass Politik noch irgendetwas Gutes bewirken kann. Sie wenden sich ab, begegnen der Politik mit Wut und Sarkasmus und wählen Protest oder gar nicht. Das Bündnis Sahra Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit stellt sich diesem Trend entgegen. Diese Partei steht für eine Politik, für eine Wirtschaftspolitik mit Sachverstand, Vernunft und Augenmaß. Sie steht für eine Politik, die soziale Durchlässigkeit und gesellschaftliche Dynamik fördert, individuelle Leistung honoriert und den sozialen Zusammenhalt wiederherstellt. Und sie steht für eine Außenpolitik, die im deutschen und europäischen Interesse auf Frieden, Entspannung und Stabilität setzt. Wir sind eine Partei, die nicht beschönigt, sondern die Tatsachen, so wie sie sind, zur Kenntnis nimmt. Eine Partei, die nicht in ihrer eigenen Blase verharrt, sondern Impulse von außen aufnimmt und vor allem, die nicht Ressentiments bedient, sondern nach vernünftigen Lösungen strebt. Deshalb bin ich dabei. Vielen Dank, Herr Geißel. Wir kommen jetzt zu Fragen. Ich sage nur mal an, ich habe hier schon mehr als ein Dutzend Fragen auf meinem Zettel stehen, die sich ergeben haben. Ich kann nicht mehr sicherstellen, dass ich hier alles in der Reihenfolge, dass hier in der Reihenfolge der Meldungen vorgehe. Ich werde das hier ein bisschen biografisch machen, möchte daran erinnern, dass wir eine Frage unterwürfen, aber nicht zwingend eine Nachfrage haben, damit alle noch dran kommen. Je weniger Nachfragen wir haben, desto mehr kommen dran. Ganz klar. Und ich bitte noch, den Adressaten zu nennen und bei Ihnen geht es bitte los. Philipp Memm, WDR. Ich habe eine Frage an Herrn Geißel. Herr Geißel, Ihr stellvertretender Parteivorsitzender hat eben gesagt, wie wichtig Glaubwürdigkeit in Politik und in die Demokratie ist. Wie passt dazu, dass Sie noch vor kurzem, vor 4 Wochen etwa, als Sie 40-jähriges Parteijubiläum in der SPD hatten, gesagt haben, dass Sie für immer Sozialdemokrat bleiben wollten?
und heute als Spitzenkandidat einer anderen Partei nach Brüssel gehen wollen. Man könnte den Eindruck bekommen, es liegt daran, dass es ein sehr lukratives Mandat auch ist und weniger mit der neuen Partei zusammenhängt. Also wie erklären Sie sich diesen Sinneswandel? Das ist überhaupt kein Sinneswandel. Ich habe diesen Satz damals bei meiner Ehrung sehr bewusst so gesagt. Wer meine gesamte Rede bei diesem Anlass gehört hat, wird gemerkt haben, dass ich schon damals sehr deutlich gemacht habe, dass Sozialdemokraten, wie gesagt, die sozialisiert wurden in der Zeit von Willy Brandt und Helmut Schmidt, mittlerweile heimatlos in der SPD geworden sind. Ich habe nicht gesagt, ich werde mein Leben lang Mitglied der SPD bleiben. Ich werde mein Leben lang meinen sozialdemokratischen Grundsätzen treu bleiben. Und die sehe ich in dieser neuen Partei besser aufgehoben als in der SPD. Nur eine ganz kurze Nachfrage, aber wann kam denn das Angebot, Mitglied dieser Partei zu werden? Ich bin mit Sarah Wagenknecht seit langer Zeit im Gespräch. Wir kennen uns genau genommen eigentlich seit über 30 Jahren. Wir sind etwas enger im Kontakt seit ich. Wir haben bei uns zu Hause eine Einrichtung, die nennt sich Politischer Salon. Da hatte ich Sarah Wagenknecht mal eingeladen. Seither sind wir regelmäßig in Kontakt und der engere Kontakt, auch das Thema Mitglied dieser neuen Partei zu werden, die ist in den letzten 2 Monaten in vielen Gesprächen gewachsen. Dann geht es weiter. Pauline Jäckel von der Lesetag. Viele unterstützen die Frau Wagenknecht deshalb, weil ihnen die Linke nicht links genug ist. Da stellt sich aber die Frage, inwiefern ist denn das Selbstverständnis der BSW, eine linke Partei zu sein und wie spiegelt sich das in den Inhalten? Ja, also viele Menschen können ja einfach mit diesen Labels links oder auch rechts nicht mehr viel anfangen. Und das ist ein Kernproblem. Wenn man eine linke Identität so definiert, dass dafür essentiell ist, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, eine Stimme auch derer zu sein, die in unserer Gesellschaft immer unter die Räder kommen, die seit Jahren von der Politik vergessen wurden. In dem Sinne, natürlich treten wir dieses Erbe an und wollen es auch ausdrücken. Aber für viele Menschen ist links ja heutzutage mit ganz anderen Debatten besetzt. Da geht es um Genderfragen, da geht es um Lifestyle-Fragen und davon fühlen sie sich nicht mehr vertreten. Und deswegen werden wir diese Labels nicht für uns benutzen. Sie werden ihr Urteil finden, wie sie uns einordnen. Aber diese Tradition, die eine linke Tradition natürlich immer gewesen ist, soziale Gerechtigkeit, weniger Ungleichheit, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt, oder auch das Bestreben nach Frieden, nach Entspannungspolitik. Weil das ist ja völlig absurd, dass heutzutage irgendwie Waffenlieferungen und Rüstungsexporte in Kriegsgebiete als links gelten. Das ist ja völlig aberwitzig. Immer war das eigentlich eine linke Position, dafür zu werben, dass Konflikte diplomatisch auf dem Verhandlungsweg gelöst werden. Und das wird etwas sein, das haben wir auch in den Eingangsbeiträgen gehört, was unsere Partei ausmachen wird und was wir auch sehr, sehr deutlich vertreten. Nun hat Herr Geisel in seiner Austrittserklärung gesagt, er würde sich dafür aussprechen, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen. Gehört das in Ihrer Sicht zu den Dingen, den Linken eigentlich Forderungen, die Sie nicht mehr vertreten haben? Ich glaube, das ist missverstanden worden. Es steht sehr deutlich in der Erklärung und wir sind uns da auch völlig einig, dass selbstverständlich, wenn Menschen politisch verfolgt werden, dass sie dann auch ein Recht auf Schutz haben. Das Problem ist, dass so wie die Gesetze heute ausgestaltet sind, das zu sehr langen Verfahren führt und in der Regel nicht dazu, dass Menschen, die verfolgt werden, in erster Linie Schutz bekommen, sondern, das sehen wir ja an den Zahlen, noch nicht mal 1% derer, die einen Asylantrag stellen, wirklich auch ein Asylrecht haben. Und deswegen wollen wir, dass tatsächlich auch nicht nur diejenigen, die teure Schlepper bezahlen können, nach Europa kommen. Deswegen sind wir für Asylverfahren an den Außengrenzen. Ich habe vor kurzem wieder ein Schreiben bekommen von jemandem aus Afghanistan, der dort gearbeitet hat für die Deutschen und der völlig im Stich gelassen sich fühlt und verfolgt wird und Angst hat und nicht viel Geld hat und keine Schlepper bezahlen kann. Kommen solche Menschen überhaupt nach Deutschland? Zurzeit nicht. Das heißt, die bisherige Asylpolitik ist eindeutig verfehlt. Wir haben eine unkontrollierte Migration, die Zahlen sind zu hoch, da sind wir uns einig. Gleichzeitig, und das ist uns allerdings auch ein Anliegen, sollte und muss Deutschland mehr dafür tun, dass Menschen in ihrer Heimat auch wieder Perspektiven haben. Da geht es um viele Fragen, um eine andere
Wirtschaftspolitik. Da geht es aber eben auch zum Beispiel wieder um die Frage, Konflikte friedlich zu lösen. Überall, wo Kriege entstehen, entsteht Flucht und entsteht die Notwendigkeit, dass Menschen ihre Heimat verlassen. Auch das gehört zu diesem Thema natürlich sehr, sehr zwingend dazu. Aber die bisherige Asylpolitik führt eben genau nicht dazu, dass in erster Linie die Menschen Schutz erhalten, die ihn brauchen, sondern es ist ein Selektionsmechanismus. Man muss zunächst mal Geld haben, man kann dadurch in die EU kommen. Und am Ende haben wir Zahlen in Deutschland, wo wirklich Integration versagt und dass das so nicht weitergehen kann. Sie können mit jedem Kommunalpolitiker in Deutschland sprechen, der Ihnen das bestätigen wird. Hier muss sich dringend etwas verändern. Ja, ich wollte nur sagen, wissen Sie, ich darf darauf verweisen, ich bin in meiner Amtszeit als Oberbürgermeister von Düsseldorf. Ich glaube, es gab kaum eine Stadt, wo es eine so lebhafte Willkommenskultur gab, die ganze Stadtgesellschaft hat sich beteiligt, Flüchtlinge aufzunehmen. Man muss nur einfach sagen, das individuelle Grundrecht auf Asyl ist kein geeignetes Instrument, weil es tatsächlich die Tür öffnet für eine unkontrollierte Zuwanderung und die bringt, das sage ich als ehemaliger Kommunalpolitiker, die bringt die Kommunen einfach an ihre Grenzen. Es muss gewissermaßen so gesteuert werden können, dass wir möglichst vielen, die Hilfe bedürfen, aufnehmen können, aber eben nur an, bis zur Grenze der Integrationsfähigkeit. Das ist ein Thema, da geht es ja nicht nur um Unterbringung, da geht es um wirkliche Integration in Kindergärten, um Schulen, um Integration durch Arbeit. Und wenn Sie mit Kommunalpolitikern sprechen, alle werden Ihnen sagen, wir sind mittlerweile am Limit, es ist eine Grenze erreicht, bei allem besten Willen. Und ich glaube, gerade unter meiner Führung in Düsseldorf war der Wille sehr, sehr gut, aber wir müssen die Tatsachen zur Kenntnis nehmen. Und von daher glaube ich, ist es in der Tat richtig, hier, wie Sarah Wagenknecht sagt, dass man das Verfahren neu gestaltet, so wie es gegenwärtig läuft, ist es, glaube ich, wirklich bringt es die Kommunen jenseits der Grenze. Wissen Sie, die Kanzlerin hat damals gesagt, wir schaffen das. Wer hat es denn geschafft? Es waren die Kommunen, es war nicht die Bundespolitik, sondern es wurde im Prinzip die Arbeit wurde gewissermaßen abgelagert auf die Kommunen. Die haben das Menschenmögliche getan, aber irgendwann sind Grenzen erreicht. Jetzt schaffen wir die nächste Frage, die geht gleich daneben weiter die nächste Position. Frau Wagenknecht, Sie haben bereits die Bauern angesprochen, Herr Geisel hat den Verbrennermotor angesprochen. Was sind denn Ihre Ideen für eine Klimapolitik und wie wollen Sie das als 50 Grad Ziel erhalten? Ist das überhaupt relevant für Sie als BSW? Ja, natürlich ist der Klimawandel eine ernste Herausforderung. Das steht ja auch in unserem ersten Parteiprogramm, dass wir natürlich Initiativen für sinnvoll halten, aber dass das auch mit Ehrlichkeit geschehen muss. Und es nützt ja nicht, wenn wir uns eine Wünsch-dir-was-Welt vorstellen. Erstens kann Deutschland das alleine nicht bewältigen. Also wir haben ja alle gesehen bei der letzten Klimakonferenz, dass das global sehr unterschiedlich diskutiert wird. Und zweitens sollten wir in Deutschland die Schritte gehen, die sinnvoll sind. Also nehmen wir ein Beispiel. Das Heizungsgesetz ist nicht sinnvoll. Und ich glaube, dass es wirklich völlig aberwitzig ist, dass die Koalition, die also immer noch ihren Haushalt ja nicht irgendwie auf die Reihe gebracht hat, also es ist ja immer noch nicht klar, wie jetzt die Löcher gestopft werden, ausgerechnet an diesem sinnlosen Heizungsgesetz festhält, während gleichzeitig ein anderer Weg, auch bei der Wärme deutlich CO2 zu reduzieren, nicht mit entsprechenden Unterstützungen begangen wird, nämlich die kommunale Wärmeplanung. Also alle, die sich etwas auskennen, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir übrigens auch Kommunalpolitiker, dass der Ausbau der Fernwärme und ein Umgestalten der Fernwärme in Richtung klimaneutraler Ressourcen ein sehr viel realistischerer Weg wäre, als dass jetzt in lauter alte Häuser Wärmepumpen eingebaut werden. Also erstens ruiniert das viele Menschen, weil sie die Kosten nicht stemmen können und zweitens kann man ältere Häuser einfach mit einer Wärmepumpe nicht warm bekommen. Andere Länder zeigen, bei der Fernwärme gibt es viele neue Verfahren, um aus Abwasser Wärme zu entnehmen. Also es gibt da schon sehr viele Möglichkeiten. Realistisch ist es allerdings so, dass die Kommunen in Deutschland kein Geld haben, also die meisten Kommunen nicht. Und ich habe mit Bürgermeistern gesprochen, sogar von wohlhabenden Kommunen, die mir gesagt haben, naja, also da sind unsere Limits erschöpft, da gibt es keine Unterstützung. Stattdessen wird das Geld verpulvert zum Einbau von Wärmepumpen. Also das eine Beispiel soll nur zeigen, es geht nicht darum, keine Klimapolitik zu machen, aber es geht darum, eine Klimapolitik zu machen, bei der jeder eingesetzte Euro den möglichst hohen Effekt hat in Deutschland. Und nicht irgendeiner Ideologie nachzulaufen oder irgendwelche Hobbyprojekte, wo vielleicht Staatssekretäre
auch persönlich mit profitieren, da zu bedienen. Und bei der Verkehrspolitik ist es ähnlich. Also es wird jetzt es wird die Maut erhöht bei den LKWs, sogar beträchtlich. Das wird am Ende auf die Kommunen, auf die Konsumenten übergetragen. Das heißt, wird nochmal zur Preissteigerung führen, weil man angeblich damit klimaneutralen Güterverkehr bevorzugen will. Das ist aber völlig absurd. Also das E-Auto ist für den LKW-Verkehr nicht sinnvoll, das Brennstoffauto ist noch nicht wirklich marktfähig. Was allerdings sinnvoll wäre, wäre natürlich mehr Güter auf die Schiene zu verlagern. Aber die staatseigene Bahn hat in den letzten Jahren massiv ihre Kapazitäten zum Gütertransport abgebaut. Das heißt, das zeigt auch wieder eine völlig irrationale Politik. Also das ist das, was wir auch meinen, Rückkehr der Vernunft in die Politik. Man macht eine Maut, man belastet die LKWs, es gibt aber eigentlich gar keine Alternative, also erhöht man nur die Preise. Sinnvoll wäre, Kapazitäten bei der Bahn zu erhöhen. Viele Unternehmen würden ja gerne ihre Güter auf der Schiene transportieren. Es gibt ja viel mehr Nachfrage als Angebot. Also das wäre ein Weg, hier etwas zu tun. Und so gibt es viele Bereiche. Verbrennermotor hat Thomas Geisel angesprochen. Natürlich wäre es, wenn man auch die globale Sicht hat, viel sinnvoller gewesen, den Autokonzernen Anreize oder auch entsprechenden Druck zu geben, verbrauchsärmere Verbrenner zu produzieren. Das ist das Know-how, was wir hier haben. Da sind wir weltweit führend im Verbrennermotor. Stattdessen verbietet man ihn, macht auch noch sozusagen solche Durchschnittswerte für die Gesamtflotte, sodass sie einerseits beim Verbrenner jetzt eben weiterhin ihre SUVs produzieren, wenn sie dann entsprechende E-Mobilität auch in den Markt bringen. Am Ende wird es, wenn das wirklich dabei bleibt, beim Verbrennerverbot wahrscheinlich dazu führen, dass sehr, sehr viele gut bezahlte Arbeitsplätze hier wegfallen werden, weil bei den Batterieautos sind wir nicht weltmarktführend. Es wird aber weltweit nach wie vor sehr viele Verbrenner auf der Straße geben. Also egal wie die EU sich verhält, in allen anderen Teilen der Welt wird die Zahl wachsen. Also hätte man fürs globale Klima mehr erreicht, wenn man hier tatsächlich verbrauchsärmere Modelle entwickelt hätte. Das hätte ein Exportschlager werden. Also das sind nur drei Beispiele, es gibt noch viel mehr, ich will aber jetzt auch nicht zu lange reden, was eine sinnvolle Klimapolitik von einer ideologiegetriebenen, unvernünftigen Klimapolitik unterscheidet. Wir stehen für eine Klimapolitik, die wirklich einerseits sich an dem Machbaren orientiert, wirklich etwas erreicht, aber eben im Bereich dessen, was tatsächlich auch den heutigen Technologien und dem technologischen Möglichen entspricht. Dann geht es weiter mit Frau Lüthi. Ich kann ja das Bundesamt, ist das weiß? Ja. Frau Lüthi von der Rheinischen Post. Eine Frage an Frau Wagenknecht. Sie haben vorhin gesagt, die Partei solle kontrolliert und langsam wachsen. Was sind denn die Einschränkungen für eine Mitgliedschaft? Also es gibt natürlich keine formalen Einschränkungen. Es wird aber so sein, dass wir Mitglieder kennenlernen. Also dass man sich vorerst, also jetzt nicht persönlich, nicht jedes Mitglied persönlich begrüßen können, aber dass unsere Gliederungen, wir werden ja jetzt in einem ersten Schritt 450 Menschen aufnehmen, heute und morgen, dass dann, dadurch haben wir sozusagen schon, zwar noch keine gegründeten Landesverbände, aber wir haben in allen Bundesländern haben wir dann entsprechende Strukturen und wer sich dann neu anmeldet, dem legen wir nahe, erstmal auch als Unterstützer sich zu betätigen, sich einzubringen, dann werden wir die Menschen kennenlernen und dann werden sie natürlich auch Mitglied werden können. Aber wir müssen einfach, und da appelliere ich auch daran, dass ich weiß, dass viele Menschen, haben mir auch schon gesagt, haben, sie möchten gerne Mitglied werden. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen, in die junge, neue Parteien oft tappen, dass sie eben Menschen auch aufnehmen, manchmal die auch schon durch 5 Parteien durchgezogen sind, die jetzt nicht so konstruktiv sich einbringen. Und wir müssen natürlich aufpassen, völlig klar, dass wir nicht Menschen einsammeln, die eine ganz andere Richtung wollen, als wir sie jetzt in unseren Gründungsdokumenten vorgegeben haben, damit die Partei nicht sich in eine Weise entwickelt, die gar nicht dem entspricht, warum wir sie heute auf den Weg gebracht haben und warum so viele Menschen Hoffnung in diese Partei setzen. Und deswegen müssen wir das, müssen wir da ein bisschen genauer hingucken, wer wird bei uns wirklich Mitglied, wer betätigt sich dort. Wir möchten allen, die sich ehrlich einbringen wollen, die einen konstruktiven Beitrag leisten wollen, all die werden perspektivisch natürlich auch die Chance dazu haben. Aber erst einmal ist es für uns wichtig, dass Menschen sich für uns und auch in den Wahlkämpfen als Unterstützer registrieren. Das sind diejenigen, die dann wirklich auch mit uns die Wahlkämpfe führen werden jetzt im nächsten Jahr. Oder diejenigen, die das erübrigen können, dass sie Förderer der Partei werden. Das sind diejenigen, die uns mit regelmäßigen Beiträgen unterstützen. Beides hilft uns sehr, weil wir natürlich jetzt in diesem Jahr
Grunde eine Mammutaufgabe vor uns haben. Wir müssen einerseits 4 Wahlkämpfe bestreiten, also ein bundesweiten und 3 Landeswahlkämpfe. Und wir müssen gleichzeitig Parteistrukturen aufbauen. Also das ist schon eine ziemlich schwierige Aufgabe. Und damit wir das gut können, brauchen wir vor allem auch viele Unterstützer, viele Förderer. Und daraus werden dann natürlich auch perspektivisch Mitglieder. Ja, dann ehemalige AfD-Mitgliedschaft ein Ausschlussgrund? Also einen direkten Wechsel wird es nicht geben. Und wie gesagt, wir gucken uns natürlich jeden an, der kommt. Weil es ist klar, wenn man Mitglied unserer Partei werden möchte, dann muss man schon unsere Programmatik teilen. Und wer jetzt aktuell sich in der AfD engagiert und dort Mitglied ist, also bei den Wählern ist das sicherlich anders, aber wer aktuell in der AfD Mitglied ist, der teilt die dortige Programmatik und der teilt vor allem auch das, was in Teilen dieser Partei vertreten wird. Und das ist sehr, sehr weit weg von dem, was wir wollen. Also soweit, glaube ich, aus inhaltlichen Gründen sehe ich das eigentlich nicht als möglich. Herr Steiner, dann will das nicht. Frau Wagenknecht, Sie sind da sogar ganz drüber, ja, wie gesagt, drum rumgekommen, hier in den anderen Ecken bin ich ja auch in die Augen schon wenigstens. Aber der 10-Parteien-Gesetz sieht ja relativ klar vor, dass befristete Aufnahmesperren auch unzulässig werden. Sie würden also sagen, das ist keine Aufnahmesperre im Sinne des Gesetzes, sondern Sie gehen gegen die, dass das immer noch möglich ist, Mitglied zu werden, aber eigentlich die Leute nicht unbedingt Mitglied werden sollen. Korrekt? Also ich habe doch gerade gesagt, wir nehmen jetzt erstmal 450 Menschen auf. Und selbstverständlich werden wir weiterhin immer wieder Menschen aufnehmen. Wir werden ja Menschen kennenlernen. Also ich persönlich kenne einige, die jetzt meinetwegen im ersten Schub noch nicht drin sind, die ich aber jetzt in den letzten Wochen kennengelernt habe, die dann aufgenommen werden. Selbstverständlich gibt es keinen Aufnahmeschub. Wir wollen ja auch wachsen. Wir wollen ja mehr Mitglieder gewinnen. Und wir freuen uns, dass es so viel Interesse gibt. Also das ist ja was Positives. Also es wäre ja viel schlechter, wenn jetzt irgendwie wir werben müssten, werde Mitglied und keiner meldet sich. Also das wäre ja doch eine sehr traurige Situation. Wir haben das umgekehrte Problem, dass sehr viele Menschen Interesse haben, auch jetzt schon geschrieben haben, auch jetzt schon gesagt haben, sie wollen Mitglied werden. Und wir werden all diesen Menschen natürlich, wenn sie unsere Programmatik teilen, wenn sie sich konstruktiv einbringen, genau die Chance dafür geben. Aber wir müssen eben gucken, dass es nicht die Falschen sind, die eine ganz andere Ideologie haben oder die eben so wie das bei vielen jungen Parteien ist, doch dann eher die Strukturen in Schwierigkeiten bringen. Da müssen wir einfach auch eine gewisse Auswahl treffen. Und das ist nach dem Parteiengesetz zulässig. Es gibt immer die Möglichkeit, also Aufnahmeanträge eben zu bewilligen oder auch nicht. Wenn ich auch als Nachfrage aber an Herrn Demasi, denn die Begeisterung dafür, dass die erste Wahl wird ja die Europawahl sein, wo Sie Spitzenkandidat sind. Sie haben eben gesagt, weniger ist mehr. Können Sie das mal konkretisieren, was das meint? Ja, das ist relativ einfach. Wir haben eine Europäische Union, die ja sehr weit mittlerweile unsere Gesetzgebung beeinflusst. Ich finde, das Problem war bisher in der politischen Debatte über Europa, dass wirklich da, wo die Erwartungen sind, wo Europa einen Unterschied machen kann, also zum Beispiel gegen Steuerdumping von Konzernen, Amazon, Apple und Co., die dann auch unseren Mittelstand bedrohen, da hat sie nicht geliefert. Und dann gibt es dann immer die Ausrede, ja, wir finden keine Einigung. Es gibt mal einen Veto-Spieler, Luxemburg oder wen auch immer. Es gibt aber auch Dinge, die zum Beispiel Gruppen billiger Staaten machen können. Herr Scholz zum Beispiel hat sich ja gefeiert, bevor er Bundeskanzler wurde, dafür, dass er jetzt die internationale Minimumbesteuerung durchgesetzt hätte. Die ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Da hat er sich dann schön auch von der Zeitung irgendwie auch im Schnellboot in Venedig inszenieren lassen. Ist auch ganz schön, bin ich auch schon gefahren. Aber in der Substanz kam da wenig herum, weil er im Prinzip den Steuersatz dort angesetzt hat, wo jetzt schon die meisten Steuerwaffen sind. Und da erwarten sich die Menschen tatsächlich auch mehr Europa. Es gibt aber andere Bereiche, also kommunale Selbstverwaltung. Da möchte ich nicht, dass die Europäische Union überall eingreift. Und wir haben in der Euro-Krise gesehen, dass wenn wir bestimmte Entscheidungen zentralisieren, wurde dann Krisenländern gesagt, ja, ihr könnt ja ein bisschen Geld und Unterstützung haben. Vorher zwingt man sie aber in die Krise reinzukürzen. Sehen Sie Italien zum Beispiel. Hat ja eine Ministerpräsidentin aus einer bestimmten politischen Tradition. Das ist ja auch kein Zufall. Das ist Ergebnis auch einer Politik gegenüber diesem Land. Italien hat bis zur Corona-Krise 30 Jahre lang, das wissen die wenigsten, Primärüberschüsse im Haushalt gehabt. Das heißt, im Haushaltsüberschuss jedes Jahr wurde dann auch von den Zinsen auf die Altschulden aufgefressen und in dem Land wurde nicht investiert. Und das hat politische Kosten, das hat ökonomische Kosten, das hat soziale Kosten. Und hier würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass eben Mitgliedstaaten mehr in eigener Verantwortung entscheiden können, damit sie eben nicht das Gefühl haben, die Wählerschaft
das entscheidet jetzt Berlin, obwohl Sie nicht Herrn Scholz oder damals Frau Merkel gewählt haben. Und diese Balance, die gilt es zu wahren in Europa, und das meine ich mit weniger ist mehr. Also die EU muss nicht alles machen, aber sie muss dort liefern, wo sie auch wirklich Unterschied machen. Hier hinten. Ich habe eine Frage an Herrn Geisel. Sie haben im vergangenen Jahr in einem längeren Dokument eine Reformagenda, damals auch für die SPD und für Deutschland vorgelegt. Darin offenbaren Sie sich als ein nachhaltiger Verfechter der Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Und Sie fordern, dass eine neue Balance des Prinzips Fördern und Fordern reaktiviert werden müsse. Inwiefern sehen Sie diese beiden Punkte, Agenda 2010 und Fördern und Fordern, in dieser neuen Partei, für Sie neuen Partei, besser begründet als in der, die Sie verlassen haben? Also zunächst mal die Partei, die ich verlassen habe, die hat eben mittlerweile Gerhard Schröder zu ihrem eigenen Hauptfeind erklärt, wenn ich das richtig sehe. Von daher würde mir das da gar nicht schwer fallen. Aber wenn Sie das Thema Fördern und Fordern und Sozialpolitik ansprechen, ich glaube, was das Thema Sozialstaat angeht, das ist etwas, ich habe es ja auch hier in meinem Eingangsstatement erwähnt, was mir gerade als Sozialdemokrat ausgesprochen wichtig ist. Sozialstaat setzt sozialen Zusammenhalt voraus. Was wichtig ist, glaube ich, Solidarität ist natürlich immer auch ein Stück weit ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Dass der Staat selbstverständlich in der Lage sein muss und alles unternehmen muss, um denen zu helfen, die gegenwärtig nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, ihren Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Aber so es der Staat tut, kann er natürlich auch erwarten, dass sie diesen Beitrag leisten. Ich bin definitiv ein Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens und ich halte es für richtig, dass der Staat stark ist, Menschen hilft, dass sich aber nicht gleichzeitig ein Milieu von Kostgängern, Almosenempfängern entwickelt, sondern wie gesagt, ein Geben und Nehmen stattfindet. Ich kann als Kommunalpolitiker sagen, es gibt natürlich mittlerweile ein Milieu von verfestigter Dauer-Langzeitarbeitslosigkeit. Es ist eine große Aufgabe, die der Staat leisten muss, diese Menschen wieder heranzuführen. Gegenwärtig ist es auch besonders geboten, denn wir leben ja nicht in einer Zeit von Massenarbeitslosigkeit, sondern in einer Zeit von tendenziell eher Arbeitskräftemangel. Und deswegen ist, glaube ich, hier die Aufgabe sehr groß, dass man die Menschen ernst nimmt, das ist eine Frage des Respektes, dann kann man im Gegenzug aber auch erwarten, dass sie bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Was nicht geht, sind Karrieren von, sagen wir mal, Bürgergeld und Schwarzarbeit. Das ist das, was, glaube ich, keine, das ist auch keine respektvolle Sozialpolitik. Nachfrage ebenfalls. Ich würde gerne ergänzen. Also ich habe mich ja im Vorfeld meiner Kandidatur auch zum Beispiel mit Herrn Geisel getroffen, aber erstmal wissen wollten, wie wir miteinander klarkommen und die politischen Schwerpunkte liegen. Und klar ist, wir streben an, mittelfristig eine Volkspartei zu sein. Das heißt, wir werden natürlich auch immer Nuancen und Debatten haben, das ist völlig normal. Aber es gibt überhaupt keinen Zweifel, darüber habe ich mich mit Herrn Geisel lange ausgetauscht, wie wir zum Beispiel auf den jetzigen Sozialstaat blicken. Nehmen wir uns jetzt mal an dem Beispiel von Arbeitslosenversicherung. Wir kennen ja auch die entsprechenden programmatischen Dokumente, die wir jetzt auch vorbereiten. Es ist ganz klar, dass wir sagen, wir wollen eigentlich wieder eine Arbeitslosenversicherung, in der die langjährig Versicherten länger geschützt sind, bevor sie dann überhaupt in diese Situation kommen, ins Bürgergeld zu gehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, aus der politischen Tradition, aus der ich komme, da haben wir immer gesagt, das Problem damals bei Hartz IV war ja, dass man den Gewerkschaften das Kreuz gebrochen hat, dadurch, dass man gesagt hat, ihr müsst unabhängig davon, was ihr vorher gearbeitet habt, wie lange ihr eingezahlt habt, auch Jobs annehmen, die unter Niveau bezahlt sind. Und durch die Zumutbarkeitskriterien ist Druck auf die Löhne entstanden. Das ist etwas, was wir auch ganz klar ablehnen. Der dritte Punkt ist, dass wir natürlich sagen, wir müssen im Bereich der jüngeren Erwerbstätigen brauchen wir auch Mitwirkungspflichten, und zwar auch aus einer Fürsorgepflicht, damit die eben nicht in der Depression landen und am Ende dann tatsächlich auch Beschäftigungsfähigkeit verlieren. Das heißt aber, man muss eben vernünftige Angebote machen. Also ich hatte so mal einen Hausmeister, der hat immer zu mir gesagt, ich habe Wurstfinger, aber muss in den Schreibmaschinenkurs. Das bringt natürlich nichts, sondern man muss eben auch Qualifizierungsmöglichkeiten schaffen. Das ist ja gerade bei den Jüngeren häufig das Problem. Und das ist der
Dreiklang, den wir da haben. Das heißt, wir wollen eben, das ist ja auch angesprochen, jetzt hier mit der Schwarzarbeit, wäre zum Beispiel ein ganz deutlicher Faktor, um das zu reduzieren, das gibt es ja tatsächlich, dass wir vernünftige Löhne brauchen, damit so etwas nicht mehr entsteht. Und das ist sagen wir, der Zentrum unser politischer Anker und der ist auch ganz unstrittig zwischen uns beiden, da haben wir auch eine Frage. Eine Nachfrage nochmal an Herrn Geisel. In diesem Dokument der Reformagenda kritisieren Sie sehr heftig Subventionen, die in Deutschland gezahlt werden. Sie fordern drastischen Abbau von Subventionen. Jetzt hat Ihre neue Parteiführung sich ausdrücklich an die Seite der protestierenden Landwirte gestellt. Deren Kernforderung ist aber kein Abbau von Subventionen, sondern völliger Erhalt der Subventionen. Wie passen diese beiden Positionen zusammen? Wenn wir so schauen, wir müssen bei Subventionen genau gucken, wie die Verteilungswirkung wirklich ist. Man soll sagen, wenn man Bauern fördert, ich glaube, die Bauern, die stehen jetzt nicht gerade ganz oben da etwa auf der Einkommensskala in der Bundesrepublik Deutschland. Man muss gucken, das war mein Hauptbestreben. Es gibt viele Subventionen, die nach dem Motto verteilt werden, wer hat, dem wird gegeben. Das trifft mit Sicherheit auf die Bauern nicht zu. Und mein Petitum war insbesondere in der Tat mal zu schauen, ob die Subventionen tatsächlich den Zweck erreichen, den sie vorgeblich erreichen sollten. Ich glaube, es gibt eine Menge Subventionen, wo das nicht der Fall ist. Bei den Landwirten sind die Subventionen tatsächlich Teil eines Einkommens, das ja in der Regel nicht sonderlich groß ist. Das hängt immer natürlich ein bisschen auch mit der Betriebsgröße zusammen, da, aber dass die Bauern ganz oben stehen da und dass insoweit die Subventionen sagen wir, dazu führen, dass der Grundsatz, wer hat, dem wird gegeben, gilt. Das kann man, glaube ich, bei den Agrarsubventionen nicht. Ja, ich will nur, weil das so prima ergänzen, wollte ich noch mal ergänzen, was Thomas sagt. Als Beispiel, so Bauern, die jetzt weniger Pestizide verteilen, die sagen wir mal ökologische Landwirtschaft, die müssen öfters aufs Feld fahren. Das heißt, bei denen ist zum Beispiel Agrar, diese Subvention hat auch eine Rolle für die ökologische Landwirtschaft. Deswegen finde ich es manchmal so einfach, wie dann der Abbau ökologischer Subventionen diskutiert wird. Darauf muss man auch. Zurück zur Wahlkampagne. Ich hatte mir vorhin aufgeschrieben, wir haben am Anfang gesagt, wir haben die Partei Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Ich dachte, die Partei heißt Bündnis Sahra Wagenknecht. Warum trauen Sie sich das nicht zu sagen? Und warum ist eine Partei mit diesem Namen kein Personenkult bringt? Also ich habe den Namen gesagt, aber nein. Vielleicht ist er nicht bis ganz eben durchgedrungen. Bündnis Sahra Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit. So heißt die Partei, kurz BSW. Und der Name wird bis zur Bundestagswahl so bleiben. Nach der Bundestagswahl, wir werden auch ein neues Parteiprogramm beschließen. Und wenn die Partei dann wirklich auch konsolidiert ist und hoffentlich mit einer starken Fraktion im Bundestag vertreten ist, werden wir einen Namen finden, der unabhängig von meinem persönlichen Namen ist. Aber es ist natürlich nicht einfach, in Deutschland eine neue Partei zu etablieren. Es fängt damit an, dass wir auf den Wahlzetteln ganz weit unten stehen und die Leute uns finden müssen. Und die Leute nicht unbedingt, wenn sie dann vorher wirklich zig andere, 20 andere Parteinamen finden, das möglicherweise nicht identifizieren können. Außerdem ist es auch so, wir arbeiten jetzt an einer Programmatik, wir haben sie aber noch nicht ausgefeilt. Aber ich stehe für viele Menschen für eine Programmatik. Sie wissen bei mir, woran sie sind, sie wissen, wo ich hin will. Und da will ja auch die Partei hin. Und deswegen hat es für die Anfangsphase Sinn, den Namen von mir in den Parteinamen reinzunehmen. Perspektivisch wird das nicht der Fall sein. Ich meine, wir gründen eine Partei, wir haben auch gerade vorhin auf der Gründungsversammlung darüber gesprochen, die soll das deutsche Parteiensystem verändern. Das heißt, sie soll sich für die nächsten 20, 30, 40 Jahre etablieren. Ich glaube, Sie nehmen mir ab, dass ich nicht mehr 30, 40 Jahre in der Bundespolitik tätig sein möchte. Das ist auch mit meinem Alter nicht ganz zu vereinbaren. Das heißt, wir reden hier auch über eine Partei, die natürlich perspektivisch auch völlig unabhängig von mir weiter bestehen wird. Und das wird sich dann natürlich auch direkt schon nach der Bundestagswahl, da bin ich dann noch dabei, trotzdem im Namen widerspiegeln. In der Bundesordnung ist alle noch 80-jährige US-Präsidenten. In dem Sinne, aber als Programmatik, ich habe jetzt mir aufgeschrieben, Heizungsgesetz ist Mist, Verbrennerverbot ist Mist, Waffen für Ukraine sind Mist, Asylrecht ist Mist. Können Sie uns mal zur Abwechslung ein paar Standpunkte nennen, die das BSW von der AfD unterscheiden wird? Also ich glaube, den Begriff Mist habe ich hier noch gar nicht verwendet. Das ist jetzt Ihre
Ihre Zusammenfassung. Ich denke, dass ich vorhin sehr deutlich gesagt habe, was wir zum Beispiel in der Migrationspolitik verändern wollen. Wir wollen die Zahlen reduzieren, wir wollen aber auch, dass Perspektiven in den Heimatländern entstehen. Ich habe davon bei der AfD noch nichts gehört. Wir wollen, dass Kriege beendet werden, dass sie diplomatisch gelöst werden. Die AfD ist eine Partei, die generell sehr wohl für Rüstungsexporte ist, wenn sie der deutschen Industrie helfen. Also da, das ist ja eine ganz andere Positionierung. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt durchdeklinieren muss, wenn Sie sich die Wirtschafts- und Sozialpolitik angucken. Wir haben vorhin gesprochen über soziale Gerechtigkeit. Sie finden einfach im deutschen Parteienspektrum zu meinem großen Bedauern keine Partei mehr, die sich ernsthaft für diese Fragen, gute Löhne, ordentliche Renten, ein starker Sozialstaat einsetzt. Also ich meine auch die Rententhematik. Also ich weiß nicht, wie vertraut Sie mit der AfD-Programmatik sind. Wir haben eine Situation in Deutschland, wo man nach über 40 Jahren Einzahlen eine Durchschnittsrente von 1.445 Euro bekommt. Und wir haben eine Oppositionspartei, die CDU, die will das Renteneintrittsalter erhöhen. Das heißt, sie will die Renten noch weiter kürzen. Und wir haben eine AfD, die auch in dem Bereich eher für privatwirtschaftliche Lösungen, kapitalgedeckte Rente und Ähnliches eintritt. Das ist sozusagen, wenn meine die Hayek-Gesellschaft, der Frau Weide angehört, ist jetzt nicht dafür bekannt, für einen starken Sozialstaat und starke Umlagesysteme zu werben. Also gerade dieses Thema ist natürlich eins, das auch ein Grund war, warum wir diese Partei gegründet haben, weil die Menschen ihre Brot- und Butterthemen, die Themen, die ihr ganz alltägliches Leben ausmachen, dass sie gut bezahlt werden, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind, dass sie aber auch nicht Angst haben müssen, im Alter arm zu sein, dass sie in Wohnungen leben, deren Mieten sie bezahlen können. Sagen Sie mir, welche von den anderen Parteien dafür stehen, also die AfD bestimmt nicht, dass man Mieten reguliert und dass man hier auch da eingreift in den Markt. Also soweit finde ich, wir können da an sehr vielen Punkten, wir werden in Kürze unser Oberwahlprogramm vorlegen, das wird ja auch ein viel detaillierteres Programm nochmal sein als das aktuelle Parteiprogramm. Wenn Sie das neben die Programme anderer Parteien legen, glaube ich, werden sich keine Fragen mehr stellen, wo die Unterschiede sind. Ich würde gerne, wenn ich darf, dazu noch einen Aspekt, nochmal etwas weiter hervorheben, was ich gesagt habe, Herr Jung. Also Asylrecht ist Mist, ist nicht unsere Position. Selbstverständlich, und Sarah Wagenknecht ja auch ausgeführt, hat leider das ausgeführt, wollen wir, dass die Menschen, die einen Grund haben, Asyl zu bekommen, dass die auch entsprechend ein Asylrecht bekommen. Was wir sagen ist, dass die aktuelle Ausgestaltung des Asylrechts und insgesamt die aktuelle Ausgestaltung, die Migrationsregelungen ungeeignet dafür sind, das vernünftig zu reglementieren und auch denjenigen, die Anspruch auf Asyl haben, dieses Recht zukommen zu lassen. Wir erleben das ja, dass viele Menschen jahrelang im Verfahren festsitzen und in der Tat diejenigen, die einen Asylgrund haben, schaffen es oft gar nicht hierher. Das sind große Probleme, die es gibt, aber selbstverständlich ist unsere Position, dass Menschen, die politisch verfolgt werden, die einen Anspruch darauf haben, geschützt zu werden, dass die diesen Schutz auch erhalten. Das ist mir auch persönlich wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich mache eine kleine Zwischenansage. Ich habe jetzt noch 15 Fragen, die offen sind. Wir haben fast eine Stunde jetzt und wir haben 6 Fragen bis jetzt sozusagen durchgenommen. Und ich würde alle irgendwie so ein bisschen in Disziplin und Zeitdisziplin bringen. Sie wollten gleich mal ergänzen, Herr Demasi? Ich wollte ergänzen, ein bisschen nach dem Motto, meine Antwort passt jetzt nicht hundertprozentig zur Frage von dem Jungen, aber ich versuche es trotzdem. Also ich habe in den letzten... Vielleicht warten wir einfach auf die nächste Frage. Ich bin schon auf die gestellte Frage eingehen. Ich will es nur ergänzen, ich will sie erweitern. Ich habe in den letzten Tagen erlebt, dass auch Leute, die mir mal früher jovial auf die Schulter geklopft haben, auf einmal eine Riesenwelle gemacht haben. Die haben alle Beifall gespendet, als ich aus der Linke raus bin. Und sagen, jetzt bist du in der Partei, da bist du irgendwie russlandnah oder rechtsnational. Also ich will erstmal sagen, von meiner persönlichen Biografie, mein Großvater war ein Teil der Widerstandskämpfer. Ich würde niemals in eine Partei eintreten, die rechtsnational wäre. Weil ich nur diese Labels immer mitbekomme. Das ist das Erste. Das Zweite ist, zu dem Vorwurf zum Beispiel der Russlandnähe, will ich ja einfach nur mal sagen. Also in meinem Fall, ich war während meiner Wirecard-Recherchen, Fokus eines mutmaßlichen russischen Spions im österreichischen Verfassungsschutz. Ich habe im Alleingang, da hat sich keine andere Partei in diesem Bundestag für interessiert, offengelegt, dass der Cybersecurity-Investor, der unter anderem die Kommunikation von Herrn Scholz veröffentlicht hat, eine enge Verbindung zu Herrn Masaryk, dessen Fluchthelfern und vermutlich dem Kreml oder zumindest Russland hat. Ich habe einen ehemaligen Generalkonsul Russlands, der mittlerweile
nicht mehr in Deutschland Generalkonsul ist. Da habe ich offengelegt, dass er wegen Spionageverdacht aus Österreich herausgewiesen wurde. Das wissen die meisten Kollegen der Medien nicht. Ich musste in Südafrika mein Auto in Einzelteile zerlegen lassen vom Mechaniker, weil ich bestimmte Drohungen im Rahmen meiner Recherchen hatte. Deswegen finde ich das infam, wenn teilweise diese Vorwürfe erhoben werden. Und ich werde auch im Wahlkampf, ich habe da ja noch so ein ganzes Notizbuch voll, mal ein bisschen öffentlich machen und darstellen, wer alles zum Beispiel Gelder bekommen hat. Also die FDP hat zum Beispiel teilweise Konten gehabt bei der Wirecard-Bank. Da sind Spenden, der Fundraiser vom Tegernsee hat sozusagen Burkhard Ley, der jetzt des Bankbetrugs angeklagt ist, also das war der Chief Financial Officer von Wirecard, hat irgendwelchen Kreml-nahen Milliardären zusammengebracht. Also das sehe ich mit großer Gelassenheit. Und bei uns gab es dann eine Debatte über Finanzierung aus dem Ausland über Russland und dann stellte sich heraus, es waren 50 Euro mit der deutschen IBAN und nochmal 25 Euro, die anhand der IP-Adresse Russlands verwendet werden konnten. Ich war derjenige, ich habe sogar meine Steuererklärung veröffentlicht. In dieser Ecke, in die wir da teilweise gestellt werden, das ist wirklich von den Fakten nicht gedeckt. Und abschließend zu der Frage der Migration. Ich glaube, hier sitzen mindestens vier Personen, die zumindest teilweise einen Zuwanderungshintergrund haben auf dem Podium. Und ich will dazu nur sagen, dass das Asylrecht für uns gilt, ist völlig klar. Das Problem ist wohl, dass das Asylrecht alleine auch die Ungerechtigkeiten in der Welt nicht heilt. Also als Beispiel, wenn ich jetzt ein politisch aktiver Islamist in Ägypten bin und verfolgt werde von Sisi, hätte ich Anspruch in Deutschland auf Asyl. Wenn ich aber Sudanese bin und verhungere, habe ich das nicht. So, deswegen ist klar, dass die Zuwanderung nicht alleine die Probleme der Ungleichheit in der Welt löst. Klar, dass sie für einige eine Verbesserung der Lebenssituation herbeiführen kann, aber nicht für alle. Deswegen finde ich die Verlogenheit. Also ich kenne Leute in Deutschland, die sagen, sie würden eine offene Asylpolitik betreiben, aber die finden es völlig okay, was derzeit in Gaza passiert. Und das sind Widersprüche, da will ich nur darauf hindeuten. Deswegen ist für uns klar, wir werden sagen, wir wollen natürlich jene, die keinen Anspruch haben auf Asyl, da müssen wir einen Umgang mit finden. Und jene, die sich hier integriert haben, die einen Job haben, brauchen auch Planungssicherheit in ihrem Leben. Dem werden wir keine Klippe zwischen die Beine werfen, aber natürlich müssen wir die Zahlen reduzieren. Und zwar in dem Sinne auch, dass wir natürlich finanzielle Anstrengungen unternehmen, das in den Herkunftsländern zu umsetzen. Herr Wolbert unterliegt es hier. Ja, ich würde vorab sagen, ich muss auch nochmal auf das leidliche Thema Gesäßgeografie hinauskommen. Ihm ist ja in der Vergangenheit öfter vorgeworfen worden, Sie seien rechtsoffen. Wollte ich nochmal fragen, wie linksoffen sind Sie vor dem Hintergrund, dass diese Woche die Rosa-Luxemburg-Konferenz wieder stattfindet und da wird unter anderem Sozialismus als Alternative angepriesen und es tritt ein ehemaliger Terrorist aus Dänemark auf, aber auch Ihre Parteifreundin Frau Nastic. Wie passt das zu Ihrem eigenen Anspruch, dass Sie Menschen, die AfD wählen, nicht weil sie rechts, sondern weil sie verzweifelt sind, dass Sie denen ein seriöses politisches Angebot machen wollen? Wie vertritt Sie das mit diesem Anspruch? Also ich sehe keinen Widerspruch darin, dass Mitglieder von uns auf Konferenzen auftreten, wo wir sicherlich nicht das Gesamtprogramm unterstützen oder gutheißen, sondern wo wir einfach oder wo einige von uns einen Beitrag leisten. Also ich bin jetzt gar nicht mit dem Programm genau vertraut, der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Ich weiß, dass das jedes Jahr stattfindet und dass da sicherlich auch sehr viele Dinge angesprochen werden, die unserem Anliegen sehr nahe sind. Also beispielsweise die Frage von Frieden, die Frage von Entspannung, auch die Frage von sozialer Gerechtigkeit. Und dann gibt es vielleicht auch Punkte, die wir nicht so sehen, aber das spricht ja nicht dagegen, auf einer Konferenz aufzutreten. Also ich persönlich war schon bei vielen Konferenzen, auch solchen, die auch von Wirtschaftsorganisationen organisiert wurden, wo jetzt auch nicht alle Beiträge auf dem Podium irgendwie jetzt meine Ideologie widerspiegeln. Also wo kommen wir denn hin, wenn wir gar nicht mehr ins Gespräch kommen, wenn wir gar keine Debatten mehr führen? Oder wenn wir uns einigeln und sagen, wir gehen nirgendwo mehr hin, wo nicht alle genauso denken wie wir. Also ich glaube, das ist eher ein Problem in Deutschland, dass immer weniger debattiert wird, dass immer weniger man in der Lage ist, miteinander zu reden, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Zu wichtigen Fragen oder auch weniger wichtigen Fragen. Und deswegen da zu sein, ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, heißt ja nicht, dass man immer da, wo man auftaucht, alles teilt, was dort sonst gesagt wird.
Dann geht es bitte dort weiter. Sie hat sich doch gemeldet. Der Kollege noch dahinter? Ja, hatten Sie sich doch gemeldet. Bitte. Maximilian Gerber in der Zeitung. Frau Wagenknecht, Sie haben die Landwirte angesprochen, die Verkehrswoche hat ja heute begonnen. Planen Sie denn selbst, vor den Landwirten zu sprechen oder jemand anderes aus dem BSW-Zirkel, der jetzt hier vor uns sitzt? Es gibt ja zahlreiche Veranstaltungen in der Nähe. Also wenn ich angefragt werde, bin ich dazu gerne bereit. Also bisher gibt es da noch keine engeren Kontakte, aber ich teile das Anliegen. Ich halte es auch für absolut wichtig, dass die Landwirte hier ihre Interessen so prominent vertreten, weil ich denke, es ist in unser aller Interesse, dass es weiterhin in Deutschland Landwirtschaft gibt. Und zwar nicht nur durch große Agrarkonzerne, die sind ja am ehesten noch relativ safe, weil die natürlich ein anderes Wirtschaftsmodell haben. Aber wir erleben seit Jahren, dass die Höfe sterben. Ich kenne das, ich wohne ja auf dem Dorf. Ich bin mit den Landwirten dort im Kontakt, ich habe mit ihnen gesprochen und die haben mir wirklich sehr detailliert erläutert, welcher Regelungswust aus Berlin ihnen das Leben noch schwerer macht, als es ohnehin schon ist. Und ich finde, dass so können wir mit Menschen, die unsere Lebensmittel produzieren, nicht umgehen. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann unsere ganzen Lebensmittel aus dem Ausland importieren müssen, weil ja nichts mehr angebaut wird. Und ich möchte auch nicht, dass nur noch Agrarkonzerne Landwirtschaft in Deutschland betreiben. Ich finde es wertvoll, dass es die Höfe gibt, dass es familiengeführte Betriebe gibt. Und ich finde, wir alle sollten diesen Menschen dankbar sein. Das ist eine verdammt harte Arbeit. Da kann man nicht mal eben mehrere Wochen irgendwann in Urlaub fahren, weil man einfach vor Ort sein muss. Wir sollten diesen Menschen dankbar sein, dass sie diesen Job machen. Und wir sollten ihnen das Leben leichter machen und nicht immer schwerer. Und die Art und Weise, wie die Ampel jetzt da mal eben dreifach, sie hat es jetzt teilweise zurückgenommen, aber zunächst mal, weil so richtig dort Belastungen hingewälzt hat, weil sie dachte, da wird schon nichts passieren, die Landwirte haben keine starke Lobby, das fand ich wirklich unerträglich und ich bin froh, dass die Menschen sich jetzt wehren, weil es in unserem Interesse ist. Noch eine Nachfrage? Ja, also dass die Landwirte keine gute Lobby haben, das scheint ja gar nicht so zu sein, wenn die Bundesregierung darauf reagiert und jetzt schon einzelne Vorhaben zurückgenommen zu haben. Die Landwirte haben jetzt deutlich gemacht, dass sie sich das nicht gefallen lassen. Und natürlich sind Traktoren hier in Berlin-Mitte schon auch eine Demonstration von Macht, weil man damit auch deutlich machen kann, oder auch in anderen Teilen des Landes, dass man sehr wohl nicht bereit ist, bestimmte Dinge einfach zu schlucken. Dadurch haben sie jetzt Veränderungen erreicht. Aber wie gesagt, im Vorfeld muss man ja deutlich sagen, hatte das Paket, das Sparpaket der Ampel erstmal für die Landwirtschaft ja wirklich nur unerfreuliche Überraschungen. Und das scheint ja so zu sein, dass hier Berlin zunächst mal, vielleicht auch weil Landwirtschaft weit weg ist, man dachte, mit denen könnte man es machen. Und die Menschen, die Bauern, die Landwirte haben gezeigt, mit denen kann man es nicht machen. Zeigt auch, dass Protest sinnvoll und wichtig ist und zu einer Demokratie unbedingt dazugehört. Guten Tag, Oliver Neuer. Eine kurze Frage an Herrn Gemasi und Herrn Geisel. Und zwar haben wir schon gehört, dass man sich ja nicht dezidiert als links bezeichnen will. Aber mit Blick auf Sie im Parlament, gibt es da schon Überlegungen, welche EU-Fraktionen man sich anschließen könnte? Und ganz konkret, kann man sich vorstellen, sich der Fraktion der Europäischen Linken anzuschließen? Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich komme aus einer politischen Traditionslinie, die im weitesten Sinne links ist, nur viele Menschen verstehen etwas anderes unter dem Label links, das hat der Wahlknecht ja vorher ausgeführt. Also früher war das der Konflikt zwischen oben und unten, sage ich mal, im weitesten Sinne. Das habe ich darunter nicht mehr verstanden. Aber ich trete natürlich auch, wenn ich jetzt meine Überzeugung in Unterhose gewechselt habe. Die Frage, welche Fraktion, das ist eine spannende Frage. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass es zum Beispiel die Linksfraktion im Europäischen Parlament in der nächsten Legislaturperiode geben wird. Es gibt zum Beispiel auch die Europäische Linkspartei, Spaltung und so weiter und so fort, das wissen wir nicht. Aus meiner Kenntnis ist die Voraussetzung für eine Fraktion, ich glaube 23 oder 25 Abgeordnete aus 7 Mitgliedstaaten, müssen wir nochmal nachschlagen, aber das ist so ungefähr die Schwelle, weil das ist gar nicht so eine einfache Schwelle. Für uns ist entscheidend, dass wir mit politischen Partnern agieren, die zwar immer etwas unterschiedlich sind auf der europäischen Ebene, das ist normal, wo wir sagen, da gibt es einen politischen Korridor, hinter dem wir uns versammeln können. Das ist das entscheidende Kriterium. Ich vermute, dass wir in der bisherigen Zusammensetzung der früheren Linksfraktion dort Probleme bereiten, weil wir auch eine neue politische Kraft sind. Aber vielleicht findet sich ja
nach vorne, sonst das Herr Grimm von der Augsburger. Frau Wagenknecht, ich wollte Sie fragen, warum Sie nicht als Spitzenkandidatin für das EU-Parlament kandidieren und ob Sie überhaupt sich für dieses für einen Sitz in diesem Parlament bewerben. Also zum einen, weil wir zwei sehr gute Spitzenkandidaten haben und ich denke, dass da also wirklich auch unser Profil und unsere inhaltlichen Überzeugungen sehr deutlich werden. Zum anderen aber eben auch, also weil natürlich mein Platz im Bundestag ist. Wir haben einen Gruppenstatus beantragt. Ich hoffe, dass wir jetzt, das sind die Signale zumindest, die wir haben, in einer der ersten Sitzungswochen vielleicht hoffentlich dieser Status auch bewilligt ist. Ich bin bereits als Gruppenvorsitzende gewählt worden von unseren 10 Abgeordneten. Und natürlich möchte ich vor allem hier im Bundestag Politik machen für die Menschen hier im Land. Auch die Europawahl, um das deutlich zu sagen, ist natürlich auch für uns deshalb so wichtig, weil sie auch ein bundespolitisches Signal aussenden wird. Also wir wissen bei der Europawahl, natürlich möchten wir werden eine sehr gute Liste aufstellen, wir werden da auch noch einige Überraschungen präsentieren, die, glaube ich, schon sehr deutlich zeigen, in welcher Breite wir sind. Also es ist auch sozusagen nicht nötig, weil wir auch wirklich viele gute Kandidatinnen und Kandidaten haben werden auf der Liste. Aber es wird für uns nicht nur darum gehen, in dem Europawahlkampf darum zu kämpfen, dass wir möglichst viele Menschen ins Europaparlament, dass viele Menschen gewählt werden auf unserer Liste, sondern es geht natürlich auch um das bundespolitische Signal. Deswegen werde ich mich in diesem Wahlkampf auch sehr engagieren. Es ist völlig klar, wenn BSW bei der Europawahl stark abschneidet, dann ist das auch ein Signal an die Ampel. Dann kann das in Deutschland etwas verändern. Es ist auch natürlich wichtig dann für die folgenden Landtagswahlen. Also, ich werde viel in diesem Wahlkampf dabei sein, ich werde viel in diesem Wahlkampf machen. Aber es wäre nicht ehrlich gewesen zu kandidieren, wenn ich nicht dann ernsthaft auch in Brüssel und Straßburg gearbeitet hätte. Also sprich, wenn ich das Mandat angenommen hätte und beide Mandate sind im Grunde nicht vereinbar. So, ich spreche in die Mitte zu Herrn Rauch. Ich habe nochmal eine Migrationsfrage. Das war mir doch reichlich unkonkret. Grundsätzlich die Frage, wollen Sie eine Obergrenze, also Sie wollen außerhalb der Europäischen Union die Situation für die Menschen verbessern, dafür Geld hernehmen, aber wollen Sie beispielsweise so etwas wie eine Obergrenze pro Jahr, Herr Geisler hat angesprochen, dass die Kommunen hinten und vorne nicht damit klarkommen. Können Sie das etwas konkretisieren, was Sie sich da konkret vorstellen? Es geht ja nicht um eine formale Obergrenze, sondern es geht darum, dass die Zahlen sich deutlich reduzieren müssen und dass ein Großteil derer, die jetzt nach Deutschland kommen, eben auch keinen Asylanspruch haben. Also das wird ja nach diesen langen Verfahren, die wir hier in Deutschland machen, die allerdings dann meistens schon über ein Jahr, manchmal zwei Jahre, manchmal länger in Anspruch nehmen, am Ende auch klar. Also 1% derer, die nach Deutschland kommen, von denen die Asylanträge stellen, bekommen auch einen Asylstatus. Und deswegen sagen wir, wir möchten die Asylverfahren an die europäischen Außengrenzen verlagern, wir möchten sie auch in Drittstaaten stattfinden lassen, damit Menschen nicht danach selektiert werden, ob sie erstmal das Geld für die Schlepper aufbringen können. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich habe vorhin erwähnt, wenn man aus Afghanistan, ich finde das übrigens nach wie vor absolut schäbig, wie wir die Leute dort im Stich gelassen haben. Vorige Woche eine Mail bekommen, nochmal von jemandem, der massiv bedroht ist, jetzt von den Taliban, der sich völlig im Stich gelassen fühlt vom Außenministerium. Und der sagt, was mache ich denn jetzt? Und das ist jemand, der kann keine teuren Schlepper bezahlen. So, natürlich müsste es für solche Menschen eine Möglichkeit geben, wirklich auch Schutz zu bekommen. Also die ganze Asylpolitik, die wir erleben, ist ja zutiefst unehrlich. Weil viele, die wirklich bedroht sind, bekommen kein Asyl, weil sie gar nicht sich auf den Weg machen können. Und andere, die das eben aufbringen können, die kommen hier an, dann gibt es lange Verfahren. Und in der Regel ist es so, wenn man einmal in Deutschland ist, das ist ja ein Teil des Sogfaktors, da bleibt man zum großen Teil hier. Weil egal wie der Asylstatus ist. Und das ist eine völlig falsche Asylpolitik. Es ist auch etwas, was die Menschen im Land nicht mehr akzeptieren. Wir sehen in anderen europäischen Ländern, dass sich Parallelgesellschaften dort massiv schon verfestigt haben. In Frankreich ist das ein großes Problem, wo wirklich ganze Stadtviertel eigentlich nicht mehr die französische Gesellschaft widerspiegeln. Wir haben das in Deutschland noch nicht so stark, aber wir müssen auch gucken, dass wir nie dahin kommen, weil das wirklich eine hochbedenkliche Entwicklung ist. Und
man muss natürlich auch sagen, die ganzen Probleme, die mit misslungener Integration zu tun haben, die wälzen wir auf die Ärmeren ab, weil es sind die ärmeren Wohngebiete, wo sich das abspielt, wo in den Schulen eben über die Hälfte der Kinder kein Deutsch kann und die Lehrer verzweifeln, wo dann Wohnungen fehlen, wo die Infrastruktur überfordert ist. Das fängt ja schon bei Kita-Plätzen an. Also all diese Probleme, die gibt es, die sind jahrelang von der Politik geleugnet worden. So hat man auch die AfD stark gemacht, weil man so getan hat, als seien das keine Probleme. Es sind aber welche und deswegen muss die Zahl derer, die nach Deutschland kommen, wir sehen da auch durchaus Dänemark als Vorbild, erstmal um auf nationaler Ebene handlungsfähig zu sein, die Zahl muss reduziert werden. Und zwar nicht zulasten derer, die wirklich verfolgt werden, sondern eben zulasten derer, die aus nachvollziehbaren Gründen ein besseres Leben suchen. Aber das kann Deutschland nicht gewährleisten. Wir können das Problem der weltweiten Armut nicht durch Migration lösen. Zusatz, dann probiere ich es nochmal andersrum. Wollen Sie an Sozialleistungen, die Geflüchtete, die Asylbewerber möglicherweise bekommen, Kürzungen vornehmen? Auch beispielsweise, dass die Ukrainer ein Anrecht auf Bürgergeld haben? Es wird ja häufig davon gesprochen, dass es insbesondere eben soziale Anreize sind, die die Menschen nach Deutschland bringen würden. Also wollen Sie hier konkret Kürzungen vornehmen? Ja, zunächst was das Bürgergeld angeht, das ist ja auch eine Ungleichbehandlung, also andere bekommen das nicht. Und es ist teilweise sogar eine Ungleichbehandlung gegenüber deutschen Bürgergeldempfängern, wo viele Dinge kontrolliert werden, die bei Ukrainern und Ukrainern nicht kontrolliert werden. Und das hört auch Menschen. Aber selbstverständlich, wenn Menschen aus einem Krieg fliehen, da wo die Kriegsgebiete sind in der Ukraine, natürlich müssen die Menschen dort weg und natürlich muss man ihnen helfen. Also das ist ja ein grauenvoller Krieg und Zivilisten, die fliehen können und fliehen sollten, denen muss man natürlich dann auch Unterstützung geben und sollte jetzt auch nicht darüber reden, was ja die ukrainische Regierung gerne möchte, dass die Männer jetzt alle ausgeliefert werden, damit sie dann an die Front gehen. Aber unser Hauptanliegen jetzt, wenn Sie Ukraine ansprechen, ist natürlich, dass dieser Krieg sehr bald endet und dann natürlich sich auch der Fluchtgrund dadurch erledigt. Und es ist ja schon interessant, dass inzwischen auch die amerikanischen Medien überall darüber reden, dass man jetzt eine Verhandlungslösung anstreben muss, dass tatsächlich es auch Möglichkeiten gibt, diesen Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden, während in Deutschland einige Wahnsinnige jetzt nochmal die Lieferung von Taurus-Raketen fordern. Also insoweit ja, dieser Krieg sollte und muss möglichst bald beendet werden. Und das ist unser Hauptanliegen, was diese Frage angeht. Es würde, also er muss vor allem beendet werden, um das menschliche Leid zu beenden, nicht um Geld zu sparen. Aber es würde ganz nebenher auch einen sehr erheblichen Teil der Kosten, die wir jetzt natürlich tragen, um diese Menschen zu unterstützen, die würden dadurch ja natürlich dann auch wegfallen. Genauso wie das viele Geld, was wir jetzt für Waffenlieferungen verbuchen. Herr Dimarschen möchte noch ergänzen. Ja, ich will noch mal unterstreichen, was Frau Weingart gesagt hat. Also wir tun manchmal so, als würden die Waffen, die jetzt auch in die Ukraine geliefert werden, nicht auf ukrainischem Territorium geschossen. Die werden auf ukrainischem Territorium geschossen. Das heißt, sie betreffen natürlich auch unmittelbar die Menschen, die dort leben. Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf die Selbstverteidigung, aber es gibt ja mittlerweile auch ukrainische Unterhändler, die gesagt haben, man war im März 2022 sehr nahe an einer Lösung. Deswegen glaube ich, muss Europa da dringend mehr diplomatische Initiative zeigen. Was die Geldleistung angeht, will ich auch noch mal einen Aspekt. Also entscheidend ist natürlich, Menschen, die bei uns leben, die müssen gut unterstützt werden, damit Integration gelingen kann. Und das ist nicht allein eine Frage des Geldes, deswegen gibt es auch die Kapazitäten, weil natürlich, selbst wenn man jetzt viel Geld in die Hand nimmt, es müssen Schulgebäude zur Verfügung stellen, es müssen Wohnraum zur Verfügung stellen, es geht auch nicht über Nacht. Und so weiter und so fort. Aber für diejenigen Menschen, die jetzt keinen Asylanspruch haben, da ist natürlich schon die Frage, wenn man nicht die Bundesregierung, also der Kanzler lässt sich jetzt ablichten auf dem Spiegelcover und wir müssen möglichst viele Menschen abschieben. Das ist aber schon logistisch sozusagen, will ich mal sehen, wie wir die ganzen Menschen auf ungeklärten Status haben, wie das funktionieren soll. Deswegen müssen wir natürlich Maßnahmen ergreifen, dass wir gerade diejenigen, die jetzt keinen Asylanspruch haben, zu uns kommen, dass wir die Anreize dort verringern. Da gibt es immer die Diskussion um die Pull-Faktoren, das heißt, die einen, das hat gar nichts mit finanziellen Anreizen zu tun, sondern eher mit persönlichen Netzwerken. Die spielen natürlich eine Rolle, aber die bilden sich ja auch, als Menschen aus bestimmten Ländern kommen oder ein Netzwerk vorhanden ist, weil sie natürlich aus verständlichen Gründen, vor allem, dass sie
hier besser ihr Leben sichern können. Das Problem ist ja, Menschen, die dann in so einer unsicheren Perspektive sind, also lange Zeit, weil sie einen eingeklärten Status haben, die können sich auch kein Leben aufbauen. Und da, ich habe gerade diese Würfel gesehen, das ist auch vorgestellt, unser Europaprogramm, klar ist, dass wir natürlich auch sagen, diejenigen, die jetzt hier mittlerweile einen Job haben, sich eine Perspektive aufgebaut haben, denen sollten wir auch keine Krippe zwischen die Beine werfen. Wir müssen da was tun, weil man nämlich ansonsten die AfD eben auf dem Niveau hat, wo man sie jetzt hat. Und da kann man sich dann hinstellen und sagen, man führt diese Debatten nicht, die längst in der Ampel geführt werden. Am Ende ist man dann aber der Erntehelfer der AfD, und das werde ich mit Sicherheit nicht sagen. Eine Reihe weiter vor. Es geht jetzt hier rein, weil Sie noch auf. Sie haben das Wort. Ja. Das Mikro müsste leuchten, oder? Ja, eine Frage an Frau Wagenknecht, Peter Rücke vom Politico. Sie haben gesagt, Sie sind zuversichtlich, dass Sie bei den Wahlen in Ostdeutschland antreten werden. Wovon hängt das für Sie denn ab? Oder sind Sie sich eigentlich schon sicher, dass Sie antreten? Also die Menschen erwarten, dass wir antreten, und deswegen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass wir das leisten. Selbstverständlich kann man nur antreten, wenn man in allen, jedem einzelnen dieser drei Bundesländer eine solide, kompetente Liste für die Landtagswahlen hat. Also man braucht nicht irgendwie Leute, die da kandidieren, die haben wir bestimmt und so fort, sondern man braucht ja wirklich ganz kompetente Menschen, die unterschiedliche Themenfelder abdecken und die dann im Landtag auch eine kompetente Arbeit machen. Also ich meine, es gibt schon Parteien, auch immer mal, gerade bei Neugründungen ist das nicht selten, die schicken dann irgendjemanden in den Landtag und danach sind alle entsetzt, wen sie gewählt haben. Sowas wird uns nicht passieren. Wir werden Listen aufstellen mit lauter kompetenten Menschen. Und ich kann zum jetzigen Zeitpunkt im Grunde sagen, ich gehe davon aus, dass wir das schaffen. Aber das ist die entscheidende Voraussetzung. Also wir brauchen dort, und da reden wir ja wirklich durchaus schon über 30, 40 Listenkandidaten. Wir reden über Bundesländer, wo selbst eine Regierungsbeteiligung jetzt nicht ausgeschlossen ist. Also wir müssen ja gucken, wenn man sich die Wahlergebnisse, wie sie wahrscheinlich aussehen werden, anguckt, ist das ja nicht ganz jenseits der Reichweite. Also braucht man dort Menschen, die das können, die das Handwerk verstehen. Aus unterschiedlichen Bereichen, die müssen nicht alle professionelle Politiker sein, das wollen wir auch gar nicht. Aber sie müssen in der Lage sein, die Aufgaben zu bewältigen, die da auf sie zukommen. Das müssen wir gewährleisten. Aber ich glaube, das können wir. Kollegin Lütte. Ja, weil Sie schon zweimal angesprochen haben, dass weniger als 1% der Asylanträge positiv entschieden würden. Also wenn man einmal das schnell googelt, auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung findet man die Zahl, dass die Anerkennungsquote oder beziehungsweise die Quote der positiv beschiedenen Asylanträge im letzten Jahr bei 51,8% lag. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie Sie auf die unter 1% kommen. Da muss ich eher zurückfragen, wie Sie auf 50% kommen. Also ich habe ich habe die Statistiken gelesen. Es gibt zusätzlich noch einen Schutzstatus, also den sogenannten subsidiären Schutz. Das ist etwas anderes als der Asylstatus. Der Asylstatus ist unter 1%. Der Schutzstatus, das sind dann eben zum Beispiel Menschen, die aus Syrien kommen, die bekommen nicht das Recht auf Asyl, sondern sie bekommen diesen vorläufigen Schutzstatus, wobei eben bei Syrien ja auch die Frage ist, wieso wir dieses Land weiter durch Wirtschaftssanktionen in Grund und Boden drangsalieren, um dann in Kauf zu nehmen, dass die Menschen zu uns kommen, weil sie zu Hause keine Perspektive mehr haben. Es ist ja nicht der Bürgerkrieg, es ist auch nicht die politische Verfolgung. Syrien war immer eine Diktatur, trotzdem gab es nie in dieser Größenordnung politische Fluchtbewegungen. Wir sind ja jetzt inzwischen mit die größte Gruppe, wenn ich mal von den Ukrainern absehe. Das hat ja etwas damit zu tun, wie es in diesem Land jetzt aussieht. Also das ist das sind keine Asylsuchenden, sondern das sind Menschen, die kriegen einen Schutzstatus, den man allerdings auch verhindern könnte, wenn wir zum Beispiel durch Aufhebung der Wirtschaftssanktionen dazu beitragen würden, dass vor Ort wieder ein Wiederaufbau möglich ist. Ja, dazu kommen ja auch noch die Leute, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtlinge anerkannt werden. Also Sie reden, glaube ich, von denen, die eben nach dem deutschen Asylrecht anerkannt werden, aber das ist ja nur ein kleiner Teil, und die anderen haben trotzdem ja auch nach der Entscheidung des BAMS ein Recht, eben 51,8% haben ein Recht und haben Schutzbedürfnisse, die erstmal anerkannt werden. Also da wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass es vielleicht ein bisschen irreführend ist. Ja, wir haben ja vorhin über das individuelle Recht auf Asyl gesprochen, also das war die ausdrückliche Frage.
Frage. Es ging nicht um die anderen Schutzbedürfnisse, sondern es ging um dieses individuelle Asylrecht. Und auch, Sie haben recht, die Hälfte bekommt erstmal diesen vorläufigen Status. Aber das zeigt auch, die andere Hälfte hat ihn nicht. Und trotzdem ist der übergroße Teil nach wie vor in Deutschland. Das müssen wir auch sehen. Also Sie können sich ja angucken, wie viel da wirklich dann in ihre Länder zurückgehen. Das ist nicht die andere Hälfte, sondern das ist sehr, sehr viel weniger. Also auch die von Ihnen gezeigte Zahl, von Ihnen angeführte Zahl zeigt, dass hier vieles im Argen liegt. Aber wie gesagt, vorhin war die Debatte über Asyl und die Zahl, die Sie genannt haben, hat mit dem direkten Asylstatus nichts zu tun. Herr Gemansin hat Zahlen. Nee, ich will auch noch mal einem Eindruck entgegentreten. Also es ist nicht so, dass der komplette Kosmos nur um das Thema ist. Sich dreht, die auch sehr zuweilen den Eindruck gewinnen kann, öffentlichen Debatte. Ich will nur daran erinnern, dass es auch früher in linken Parteien, also die ganze Frage von nur offene Grenzen, nicht früher eine linke Position war, sondern heute, wie Bernie Sanders sagen, ist früher, gab es mal den Grundsatz in linken Parteien für das Recht, nicht fliehen zu müssen. Und das ist das Recht, das im Mittelpunkt unserer Politik steht, was wir verwirklichen. Herr Barwick, nach den Seiten. Frau Wagner, wenn man sich so im breiteren Sympathie- und potenziell Wählerumfeld umhört, wird recht oft der Wunsch artikuliert, dass es zu einer Aufarbeitung des Regierungshandelns in der Corona-Zeit kommt, verwiesen wird auf Legitimation der Grundrechtseingriffe oder auch die ganzen sozialen Implikationen. Intern hört man wiederum, dass das recht heiß diskutiert wird. Da würde mich interessieren, wie ist denn da der Stand plan, die BSW sich diesem Thema anzunehmen, oder will man da lieber die Finger weglassen? Das ist ein ganz wichtiges Thema von uns und das wird auch von uns aufgemacht werden, auch mit Persönlichkeiten, die auch sich bei uns engagieren. Es ist jetzt auch schon so, dass selbstverständlich sich auch Menschen bei uns melden, mitzumachen, auch weil sie dieses Thema sehr, sehr wichtig finden, weil es geht nicht darum, gut, man kann sagen, die Corona-Zeit ist vorbei, die Maßnahmen sind vorbei, das ist Geschichte. Ich halte das für falsch, wenn man das abhakt. Erstens hat die Corona-Zeit gezeigt, wie massiv Grundrechte in Frage gestellt wurden, ohne dass es eine valide Begründung gegeben hat. Das ist ja im Nachhinein aufgeklärt worden. Also die EMA, sogar die Europäische Agentur, hat deutlich gesagt, die Impfung war nie so konzipiert, dass sie einen Fremdschutz gewährleistet. Wir hatten aber in Deutschland 2G, wir hatten diese ganzen Drangsalierungen von Menschen, die sich nicht haben, die einfach mit ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, von ihrem Selbstbestimmungsrecht, sich gegen die Impfung zu entscheiden. Wir hatten massive Grundrechtseinschränkungen und Gerichte sind nicht dagegen vorgegangen. Das heißt, es ist etwas gewesen, was sich jederzeit wiederholen kann. Und schon deshalb muss man sich diesem Thema widmen. Und es ist auch ein Thema, was immer noch in der Gesellschaft ein Spaltpotenzial hat. Also es ist ja etwas, also die Menschen, die es damals erlebt haben, ich merke das auch immer wieder in den Reaktionen, die haben das ja nicht einfach mal so weggelegt, sondern die haben oftmals, es waren ja viele Bürgerinnen und Bürger, die gar nicht so politisch vorher waren, die auf einmal erlebt haben, sie wurden aus dem gesamten öffentlichen Leben ausgegrenzt, aus dem gesamten sozialen Leben. Das ist für sie eine Erfahrung, wo sie schon von den Verantwortlichen gerne noch mal wissen möchten, sehen die das immer so? Oder vielleicht hat auch der eine oder andere sich mal zu entschuldigen. Also ich meine, wir haben heute noch einen Gesundheitsminister, der nachweislich damals Dinge erzählt hat, die nicht zutreffend sind, wenn ich es mal höflich sage. Also ich glaube schon, dass man konnte in der Zeit irren. Natürlich, jeder von uns irrt. Und gerade als das Virus neu war, konnte man massiv irren, einfach weil wir nicht wussten, was das damit auf sich hat, welche Folgen es hat. Deswegen will ich überhaupt nicht jetzt im Nachhinein sagen, da muss ein Scherbengericht stattfinden über diejenigen, die damals sich für Lockdowns ausgesprochen haben oder für die Freiheitseinschränkungen. Aber die Corona-Zeit war ja länger. Also ich rede nicht jetzt über den ersten, über das erste Frühjahr, wo man wirklich zunächst mal einfach aufgrund der Lage sagen konnte, wir wissen nichts, wir machen jetzt erstmal diese Dinge, sondern es ging ja dann weiter, es wurden immer weiter Schulschließungen gemacht, in Deutschland zum Beispiel, viel mehr als in anderen Ländern. Es wurden hier dann später eben auch diese ganzen Einschränkungen für die Ungeimpften massiv durchgesetzt von Politikern, die heute noch in Verantwortung sind. Und ich finde schon, dass es angemessen ist, dass das mal aufgearbeitet wird. Wie sind eigentlich damals Entscheidungen zustande gekommen? Wie kam es eigentlich, dass Politiker sich so selektiv haben beraten lassen, nur von einem ganz gewissen ausgewählten Kreis von Experten, der ihnen genau das erzählt hat, was sie hören wollten, und die anderen wurden nicht gewählt?
weil das ist ja für künftige Krisen wichtig, dass das nicht nochmal passiert. Und wie gesagt, ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass diejenigen, die damals Dinge verordnet oder auch vertreten haben, ich erinnere mich auch an wirklich üble Sprüche in der Öffentlichkeit gegenüber Menschen, dass die vielleicht auch mal von sich aus sagen würden, es tut uns leid, was wir damals gemacht haben, weil das hat eine ganze Generation von Kindern wirklich aus dem Bildungsleben zunächst mal rausgedrängt. Bis heute ist das nicht aufgeholt und es wird wahrscheinlich auch gar nicht aufgeholt. Also diese PISA-Studie, die wir jetzt haben, hat ja auch damit zu tun. Es hat Menschen aus dem Berufsleben, also wenn ich jetzt an die Pflegerinnen und Pfleger denke, aus dem Berufsleben ausgegrenzt. Also es sind viele wirklich sehr, sehr schlimme Dinge passiert und ich finde, dass das auch bearbeitet werden muss. Ich würde da gerne nur einen Aspekt ergänzen. Was dazu für mich auch gehört oder für uns auch gehört, ist, dass an der Stelle mal die richtigen Lehren aus dieser Zeit gezogen werden. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Wir haben gesehen, dass unser Gesundheitswesen ein Riesenproblem hat, dass diejenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten, und das waren damals ja besonders auch die Pflegerinnen und Pfleger, dass die unterbezahlt sind, dass die unter dieser Überlast ständig leiden. Es wurde gesagt, dass da was passiert, es wurde gesagt, dass die jetzt plötzlich honoriert werden. Nichts davon ist geschehen, gar nichts. Die Situation in den Krankenhäusern, in den Kliniken ist genauso wie vor der Corona-Zeit auch, wahrscheinlich schlechter. Und das Gleiche gilt auch für die Schulen. Wir haben das erlebt, dass auch Schulschließungen stattfinden mussten, auch weil es an Materialien gefehlt hat, weil es an Räumen gefehlt hat, in denen man vernünftig unterrichten konnte und so weiter. Und das sind alles Dinge, da kann man nicht einfach drüber weggehen und sagen, naja, das war halt eine schwere Zeit. Nein, man muss doch jetzt daraus lernen und unbedingt alles dafür tun, dass sollte so eine Situation, Gott bewahre, nochmal eintreten, dass wir dann besser vorbereitet sind auf so eine Situation, damit diese Einschränkungen nicht wieder stattfinden. Noch eine ganz kurze Verständnisfrage an Herrn De Masi. Sie haben so eins Ihrer Kernthemen, weil bisher auch die Aufklärung von Cum-Ex, damit sind Sie auch zum Teil bekannt geworden. Jetzt ist zumindest bei der Aufzählung Ihrer kernpolitischen Themen als Spitzenkandidat für die EU-Wahl kam dieses Thema jetzt nicht vor. Würde mich interessieren, planen Sie auch auf EU-politischer Ebene dieses Thema weiter zu verfolgen? Ja, das freut mich, dass das mal angesprochen wird. Ich habe das sogar extra, ich habe sogar vor Christian Leide gesagt, wenn er mich vorstellt, soll er ja nicht das Wort Cum-Ex in den Mund nehmen, weil meine politische Biografie wird häufig darauf reduziert. Das nervt mich. Ganz ehrlich, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich bin in die Politik gegangen, um zu gestalten. Ich wollte jetzt nicht die Nervensäge sein, die jetzt irgendwie den Leuten die Finanzskandale unter die Nase hält. Es hat halt nur keiner so richtig gemacht. Dann habe ich mich darum gekümmert. Das fing im Europäischen Parlament übrigens an mit den Luxemburg-Leaks, dann über die Panama Papers. Und das ist ja auch eine Welt, da geht es nicht immer nur um die Bekämpfung von Finanzskandalen, da gibt es auch eigene Interessen, da gibt es auch Informationshändler. Und die haben dann irgendwann wohl gedacht, dass ich das ganz gut öffentlich rüberbringe. Dann sind auch öfters mal Informationen bei mir gelandet. Und ich bin eigentlich, als ich vor 10 Jahren ins Europäische Parlament eingezogen bin, da war ja so noch die Ausläufer der Finanz- und Euro-Krise, kleiner Werbeblock, da würde es auch neben Finanzskandal in mein Buch gehen. Und darüber habe ich, das war eigentlich so mein politischer Schwerpunkt. Ich möchte, ich habe mich ja auch zum Beispiel in den letzten Jahren zur Frage der Vermögensbesteuerung die Impulse gesetzt, weil ich war, glaube ich, der erste Bundestag, der eine Übergewinnbesteuerung gefordert hat, zum Beispiel während der Corona-Krise, die Reform der Schuldenbremse. Da bin ich noch angeguckt worden, wie ein Pferd. Da haben mir sogar die Grünen 2019 noch erzählt, können wir nicht machen. Heute ist das jetzt Position von Kai Wegner. Also deswegen will ich darauf nicht reduziert werden, aber wenn ein Finanzskandal kommt, und das ist ja leider so sicher wie das Abend in der Kirche, werde ich mich natürlich gerne darum kümmern, aber weil das ja gerade bei Corona angesprochen war. Wir haben ja zum Beispiel eine EU-Kommissionspräsidentin, die diese ganzen Impfstoffverträge bis heute nicht richtig transparent macht, wo ja auch Milliarden Profite erzielt wurden. Ich bin geimpft. Ja? Also ich habe mich entschieden, mich impfen zu lassen, aber natürlich, wir hatten damals eine politische Situation in der Debatte, da gab es nur noch, also hört man jetzt morgens den Drosten-Podcast oder dann gab es dann diejenigen, die sich gegen jegliche Maßnahmen beschwert haben. Es muss ja auch noch irgendwie was dazwischen geben. Und ich finde, da ist viel kaputt gegangen in der Gesellschaft. Und ich kriege das mit, weil das hat ja so einen Digitalisierungsschub gegeben, auch einen negativen, ne? Also nicht, dass wir bei Amazon oder so einkaufen, aber dann eben auch in den Schulen. Und Kinder lernen nicht so, dass ich denen einfach ein iPad in die Hand drücke und dann ist gut. Und da ist was kaputt gegangen. Und da ist natürlich auch was mit Vertrauen in der Gesellschaft kaputt gegangen. Wir reden das in politischen Debatten, also auf
Twitter oder X oder so, weil da so wirklich digitale Parallelgesellschaften entstanden sind. Ich finde, das muss man aufarbeiten und da muss man auch diejenigen respektieren, die für sich eine andere Entscheidung getroffen haben. Und wenn man dann zum Beispiel über Impfpflicht diskutiert oder so, wo es keine seriöse Immunität gibt, so also ein Akt der Bestrafung oder so, das finde ich einfach politisch falsch. Und da gibt es also genug Themen, auch bei Frau von der Leyen. Wir gehen eine Reihe weiter nach vorne, Herr Scholpe und sein Nachbar. Vielleicht einigen Sie sich mit der Reihenfolge dieser Fragen. Ja, ich bin Scholpe von der Deutschen Bundesregierung. Ich will doch nochmal zur Außenpolitik zu Ihrem Friedensplan für die Ukraine. Wie sieht er denn konkret aus? Nach der russischen Rechtslage wäre ein Frieden überhaupt nur möglich, in dem Fall, wenn die Ukraine einen bestimmten Teil ihres Territoriums an den Ukraine Russland abtritt. Wären Sie für so eine Lösung zu haben? Also ich finde, dass erstmal wichtig ist, dass die Waffen schweigen und das Gespräch beginnen. Natürlich hat es wenig Sinn, vorab zu sagen, und wir hier entscheiden das ohnehin nicht, wie die Gespräche ausgehen. Ich habe aber schon mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass der ukrainische Chef der Händler damals in Istanbul. Das ist der heutige Fraktionsvorsitzende der Zelensky-Partei in Kiew. Also das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie Putin nahe ist. Der hat ja im letzten Jahr, im Herbst letzten Jahres, ein Interview gegeben im ukrainischen Fernsehen und er hat dort gesagt, dass in Istanbul, das waren ja die ersten Friedensgespräche direkt nach dem Beginn des Krieges, dass dort ein Frieden möglich gewesen wäre, wenn die Ukraine auf NATO-Mitgliedschaft verzichtet hätte. Also wenn sie das wieder aus ihrer Verfassung herausgenommen hätte, wenn sie sich für einen neutralen Status entschieden hätte, dass dann damals hätte Frieden geschaffen werden können. Und zwar offensichtlich ohne, dass man im Donbass, außer jetzt die Separatistengebiete, die vorher schon abgetrennt waren, mehr oder weniger, ohne dass es weitere Gebietszugeständnisse gegeben hätte. Die russischen Truppen hätten sich offensichtlich auf hinter die Linien des 24. Februar zurückgezogen. Also das ist die Aussage des ukrainischen Chefs unter Hellas, die entspricht dem, was andere Beteiligte, auch der türkische Außenminister, über diese Gespräche gesagt haben. Also es gab offensichtlich damals ein Zeitfenster, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, wo die Ukraine ohne territoriale Zugeständnisse tatsächlich hätte Frieden schließen können, in etwa so auf dem Level des Minsker Abkommens. Wäre damals nochmal wiederholbar gewesen. Es gibt ja auch vom Herbst letzten Jahres einen Friedensvorschlag oder eine Art Friedensplan von dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat und anderen, die sagen, man sollte daran wieder anknüpfen. Ich weiß nicht, ob es nochmal wirklich eine solche Möglichkeit der Verständigung gibt, weil eben seitdem der Krieg weitergegangen ist, die besetzten Gebiete von Russland annektiert wurden, das war alles damals noch nicht. Aber zumindest zeigt doch diese Geschehnisse zeigen doch eins, dass das Gerede, was uns immer erzählt wurde, wir müssen mehr Waffen liefern, damit die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition kommt, dass das ein leeres Geschwätz war, sondern dass das Gegenteil stattgefunden hat. Wir haben viele Waffen geliefert und die ukrainische Verhandlungsposition hat sich permanent verschlechtert. Sie ist heute eindeutig schlechter als im Frühjahr 2022. Insoweit weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich bin auch nicht diejenige, die das entscheidet, wie solche Gespräche ausgehen. Ich halte es trotzdem für elementar, weil auch viele kenntnisreiche Leute und Experten sagen, dass es jetzt eigentlich wirklich nur noch darum geht, verliert die Ukraine den Krieg oder schafft man es, möglichst schnell Gespräche einzuleiten. Ich bin dafür, schnell einen Waffenstillstand mit Gesprächen einzuleiten, nicht weiterhin dort jeden Tag hunderte junger Männer auf dem Schlachtfeld zu opfern für einen Krieg, den die Ukraine, und da sind sich ja nun inzwischen auch die Generäle der Ukraine selbst einig, den die Ukraine nicht gewinnen kann. Also es bringt auch einfach nichts, Vorbedingungen zu setzen und jetzt zu sagen, wir verhandeln erst, wenn alle russischen Truppen sich zurückziehen, sie werden das nicht tun. Also muss es jetzt einen Versuch geben, dort wieder Verhandlungen zu ermöglichen. Ich hielt es für fatal, dass das so lange nicht gemacht wurde. Es hat sich nichts verbessert dadurch. Aber jetzt muss man eben alles dafür tun, dass es dazu kommt, weil sonst tatsächlich ein ganz anderes Kriegsende auch möglich scheint, wenn der Ukraine die Soldaten ausgehen, was ja einige Militärs durchaus erwarten. Was führt Sie denn zu der Annahme oder zu der Überzeugung, dass im Falle eines Feuerbaums, Kriegsabschluss, Putin
viele Experten sagen, es geht in der, und das ist auch meine Überzeugung, es geht in der Ukraine zentral um die Frage, wird die Ukraine ein Aufmarschgebiet amerikanischer Militärbasen, amerikanischer Raketen? Das ist auch das, was die russische Seite immer wieder kommuniziert hat. Und der potenziell mögliche Friedensfluss von Istanbul bestätigt das. Also der hätte ja bedeutet, dass die Russen sich zurückziehen, wenn sie dafür die Neutralität bekommen und wahrscheinlich auch die Zusage, dass es keine Raketenbasen und keine weiteren Militärstützpunkte gibt. Die gab es ja vorher schon. Es gab ja schon 2000 amerikanische Soldaten im ukrainischen Territorium. Also insoweit finde ich, die Vorgeschichte spricht nicht für ihre These. Und ansonsten muss man doch einfach sagen, es muss geredet werden, um zu sehen, was man erreichen kann. Wenn man keine Gespräche führt, kann man auch nichts erreichen. Es haben sich viele Länder des Südens seit langem für solche Gespräche eingesetzt. Es hat sich der Papst eingesetzt und es hat sich auch China eingesetzt, wo ja auch ein gewisser Einfluss auf Russland mal also vorausgesetzt werden kann. Also ich halte es nicht für aussichtslos und zu sagen, das wird doch alles nichts, deswegen versuchen wir es erst gar nicht, glaube ich, ist eine Position, die nicht weiterführt. Jetzt geht es dem Ball weiter. Ich habe in den vergangenen Stunden ein Thema ziemlich vermisst bei der Ausführung, was jetzt kurz angeschnitten wurde in der Corona-Frage, nämlich das Gesundheitswesen, wo auch sehr viel Bewegung ist. Das sind im vergangenen Jahr auch alle Berufsgruppen auf der Straße gewesen, haben protestiert. Wir laufen sinkenden Auges in der Versorgungskrise. Herr Lauterbach versucht gerade grundlegend das Krankenhaussystem umzubauen und will auch dann bei der ambulanten Versorgung weitermachen. Da weiß ich gar nichts bei Ihnen. Also wie sind Sie aufgestellt? Haben Sie da Konzepte und Ideen? Falls ja, welche? Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Wir haben da viele Probleme angesprochen. Wir haben in der Tat ein Gesundheitssystem, das dazu führt, dass die Versorgung für alle Menschen nicht gut sichergestellt ist. Ein Gesundheitssystem, in dem die Beschäftigten, das sind vor allem die Pflegerinnen und Pfleger, massiv leiden. Wir wissen, dass gute Pflege immer schwieriger überhaupt zu ermöglichen ist in dieser Situation. Und das Problem ist entstanden, als im Gesundheitswesen im großen Stile privatisiert worden ist. Dass man Pflegeeinrichtungen, Kliniken auf Profit getrimmt hat, hat zu all diesen Verwerfungen geführt, die wir jetzt auch sehen. Herr Lauterbach ist übrigens auch ja einer der Miterfinder oder einer der geistigen Väter des Fallpauschalensystems, was auch diese Situation verschärft hat, eben dass im Gesundheitsbereich es nicht mehr danach geht, was ist wirklich notwendig, sondern was ist profitabel und was müssen Kliniken anbieten, um überhaupt über die Runden kommen zu können. Das sind ja absurde Situationen, dass man zum Beispiel dann sagt, okay, es müssen jetzt x Zahl an Knieoperationen in einem Jahr stattfinden, sonst wird das überhaupt nicht erstattet. Das ist ein Anreiz zu schaffen, bestimmte Operationen durchzuführen und andere Dinge, die dann nicht rentabel sind, kann man das als Klinik gar nicht mehr leisten, könnte ich lange drüber sprechen. Das war es mit basierend auf dem Gedanken von Herrn Lauterbach. Davon hat er sich nicht abgekehrt. Und was er jetzt in der sogenannten Reform, die er auf den Weg gebracht hat, versucht ist oder was er da erreichen wird, ist, dass noch mehr Kliniken schließen müssen und dass die Versorgungslage sich noch weiter zuspitzt. Natürlich ist auf der einen Seite gut zu sagen, es ist mal Spezialkliniken, wo bestimmte Expertise ist, aber man muss natürlich trotzdem dafür sorgen, dass flächendeckend gute Gesundheitsversorgung da ist. Das heißt, das ist etwas, wofür wir eintreten wollen. Wir wollen gute Gesundheitsversorgung flächendeckend im ganzen Land. Und da muss man natürlich gegen den Privatisierungskurs etwas tun, der eine große Wurzel ist des Problems. Und man muss die Bezahlung der Krankenhäuser auf eine Art und Weise umgestalten, dass es darum geht, Patienten gut zu versorgen und nicht darum geht, möglichst teure Behandlungen sich finanzieren zu lassen. Um das mal ganz kurz zu fassen. Ich wollte kurz aus europapolitischer Sicht ergänzen, dass es, ohne jetzt weitere Namen zu nennen, auch Personen geben wird auf unserer Liste, die genau wir haben uns ja immer gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens, Fallpauschalen und dieses System ausgesprochen, haben wir dann auch wirklich Praktiker haben. Das wird sich also auch auf der Europaliste widerspiegeln. Und noch eine letzte Bemerkung zu dem vorhin Gesagten. Es ist ja so, ich finde es immer absurd, dass wir darüber diskutieren, was genau Putin vorhat, ohne das in Gesprächen auch herauszufinden. Und wir haben 2014 ja eine Situation gehabt mit Putin, wenn es jetzt nur um die imperialen Ambitionen gegangen
gegangen wäre, die es sicherlich gibt in Russland, aber wenn es jetzt vorher umgegangen wäre, völlig frei davon, dass er dann einen Bündnisfall oder sonst was auslösen würde, jetzt hier überall einzumarschieren, hätte er 2014 in einer sehr viel besseren militärischen Situation gewesen, das zu tun. Deswegen finde ich es immer falsch. Man muss auch sprechen, um herauszufinden, ob es ein Commitment gibt. Ich habe immer noch Meldungen vom Anfang der Pressekonferenzen, um das nochmal sozusagen zu kommunizieren. Wir gehen jetzt eine Reihe weiter nach vorne, Herr Fürstner und sein Nachbar. Dann habe ich hier noch die Kollegin, dann habe ich Sie noch auf der Liste, dann habe ich Sie noch da hinten auf der Liste. Entschuldigung, das wollte ich respektiert sein. Und Sie habe ich auch noch. Und dann habe ich es dann geschafft, bitte. Frau Wagenknecht, ich höre bei Ihnen, aber auch bei allen anderen raus, dass Sie große Sorgen über den Zusammenhalt der Gesellschaft haben, sich Sorgen um den Zustand der Demokratie machen. Vor diesem Hintergrund meine Frage, da Sie ja verständlicherweise, nicht nur Sie, aber auch Herr Demasi, sehr viel Kritik an der amtierenden Regierung haben und da aber eine Sprache auch benutzen, die selbst spaltend wirken kann. Sie sagen, die Bundesregierung sei arrogant und spaltet aber die Gesellschaft. Mir fallen da offen gesagt ganz außergewöhnliche Kräfte ein. Warum befleißigen Sie sich einer solchen Rhetorik, wenn Sie noch die Sorge haben, dass gerade das auch dazu führt, was Sie kritisieren? Ja, wenn Arroganz auf der politischen Ebene stattfindet, finde ich, muss man das auch benennen. Also das ist ja nicht unsere Aufgabe zu beschönigen. Und ich finde die Art und Weise, wie die Bundesregierung kommuniziert, neben dem Umstand, was sie für Politik macht, die ich auch für fatal halte, aber auch die Art und Weise, wie sie mit den Menschen kommuniziert, wie sie über die Köpfe der Menschen hinweg tatsächlich auch die Themen behandelt, die spiegelt meines Erachtens eine erhebliche Arroganz wider. Also wirklich ein Herangehen, was die Menschen vor den Kopf stößt. Und natürlich polarisiert das, natürlich spaltet das auch. Und wir sind angetreten, um die Dinge beim Namen zu nennen und nicht so politkauderwelsch zu reden, wo die Leute am Ende, jemand, der das sehr perfekt beherrscht, ist eben unser Bundeskanzler. Der kann eine Stunde reden und danach weiß man nicht, was er gesagt hat. Da hat er vielleicht niemanden auf die Füße getreten, aber ich glaube nicht, dass das die Kommunikation ist, die die Menschen sich wünschen, sondern sie möchten ja schon, dass die Dinge angesprochen werden, die sie auch stören. Das wollen wir in einer sachlichen Art und Weise. Wir werden keine Hetze, keine Beschimpfungen unsachlicher Art praktizieren. Das ist schon unser Selbstanspruch, aber wir wollen natürlich schon sehr deutlich und hart das kritisieren, wo wir sagen, das läuft falsch. Da muss ich nochmal nachfragen. Arroganz und Unfähigkeit der Regierung zu unterstellen, ist ja legitim, gehört zum politischen Geschäft. Die Schlussfolgerung, darum geht es mir. Daraus zu schlussfolgern, dass damit die Gesellschaft, das Land gespaltet wird. In dieser Logik wird das Land eigentlich seit jeher gespaltet, weil Arroganz und Unfähigkeit in der Politik ja leider immer so klar ist. Ja, aber es geht doch auch um den Inhalt von Politik. Ich will mal sagen, wir können das ja jetzt mal so wissenschaftlich vertiefen. Es gibt eine Studie, ich habe hier eingangs erwähnt, des schwedischen, also waren schwedische Zentralbanker beteiligt, ganz klar ausgewertet, bei über 200 Wahlen in Europa, dass zum Beispiel Kürzungspolitik, die wir jetzt ja mitten in der Rezession machen, ich habe ja die Zahlen zum Rahmen genannt, dass das die politische Rechte stärkt. Das sind einfach empirische Ergebnisse. Und dann zu sagen, das ist alles der Diskurs und hat irgendwie was mit Wetter zu tun oder so und nicht mit der Ampel, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen billig. Da gibt es eine politische Verantwortung. Wir sehen ja, die AfD war mal in ihrer Gründungsphase bei 3% und jetzt stehen die kurz vor der absoluten Mehrheit in Sachsen zu sagen, das hat nichts mit der Herstellung von Politik zu tun, das ist völlig welten Lebensfrage. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn sozusagen dann gesagt wird, ja, die AfD so stark ist, darf man die AfD nicht mehr kritisieren, dann macht man ja das Geschäft. Das ist doch der Punkt. Und da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt leicht in diese Diskussion. Da geht es nicht. Reicht eben nicht, dass, weiß ich nicht, Herr die Haare schön trägt und ein Video macht, sondern die Leute haben ja am Ende ihres Monats müssen ihre Miete bezahlen. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sprechen die empirischen Studien ganz klar, dass die Ampel einen Weg geht, das haben wir ja auch schon in der Euro-Krise und anderen europäischen Ländern gesehen, der die AfD stark machen. Das ist übrigens der entscheidende Punkt, warum ich wieder in die Politik gegangen bin, weil ich diese Entwicklung nicht zugeben möchte. Herr Generalsekretär, was sagt? Dankeschön. Ja, ich wollte es nochmal ergänzen, was meine Kolleginnen und Kollegen gerade gesagt haben. Was spaltet denn wirklich das Land? Das Land wird gespalten durch eine Politik, wo immer mehr Menschen
am Ende des Monats weniger real im Portemonnaie haben, wo ihre Kinder in eine Schule gehen, die eines so reichen Landes unwürdig ist und wo sie nicht mehr verstehen, warum unsere Infrastruktur in diesem Zustand ist, wo man ein Pflegesystem hat, wo alle merken, hier wurden das System und die Menschen, die darin arbeiten, ausgepresst wie Zitronen, um Kosten zu sparen und teilweise auch Profit zu machen. Das sind doch die Ursachen. Das sind doch die Ursachen dafür, dass das Land erstens sich gespalten hat und Menschen auch Zustimmung zur Demokratie und zu demokratischen Prozessen immer weiter zurückfahren. Und auch da gibt es doch empirische Belege für. Gerade in den ärmeren Stadtteilen gehen die Menschen heute nicht mehr zur Wahl, weil sie das Gefühl haben, dass die da oben sich, die wohnen, nicht dafür interessieren, wie es ihnen geht. Im Duisburger Norden, meinem Wahlkreis, sind zur letzten Landtagswahl unter 50% überhaupt noch zur Wahl gegangen. Wir haben hier ein Demokratieproblem. Und wenn man dann anfängt mit weichem Politsprech, dann werden die Menschen doch nicht genau darauf einsteigen, es spiegelt ja auch gar nicht ihre Erfahrung, ihre Lebenswelt wider, sondern sie wollen doch, dass sie zumindest das Gefühl haben, dass dort oben jemand versteht oder in der Politik jemand versteht, wie es ihnen geht und ihre Ansichten auch transportiert, anstatt das immer wieder in Worte zu fassen, wo am Ende keiner genau weiß, was gesagt wurde, obwohl viel gesprochen wurde. Frau Wagenknecht, Sie haben die Bedeutung der Ostwahlen angesprochen und die schwierige politische Situation mit einer starken AfD dort. Warum sagt sie trotzdem, ihr Platz ist im Bundestag und sie werden auf keinen Fall dort kandidieren? So habe ich sie zwischen den Zeilen zumindest verstanden, wenn ich mich da nicht getäuscht habe. Die Frage bezog sich vorhin auf das Europaparlament, aber es ist natürlich korrekt, dass ich jetzt auch nicht bei den ostdeutschen Landtagswahlen persönlich antreten werde. Ich werde dort Wahlkampf machen. Aber es ist ja nicht praktikabel und auch nicht sinnvoll, dass ich jetzt bei 3 Landtagswahlen im Osten die Spitzenkandidatin bin, weil das natürlich nach sich zieht, dass man vor Ort arbeitet. Und wir sind auch im Gespräch mit sehr respektablen, sehr renommierten Persönlichkeiten, die in diesen Bundesländern sich sogar viel besser auskennen als ich. Also ich meine, ich bin zwar gebürtige Thüringerin, insoweit kenne ich mich zumindest in einem Bundesland ein bisschen auch familiär aus, aber wir werden dort Listen aufstellen, wo wirklich die Menschen vor Ort aus diesen Ländern kommen, die Probleme in diesen Ländern kennen. Und ich glaube, dass wir so auch am besten, wenn wir dann Fraktionen haben, im Interesse der Menschen in diesen Bundesländern die Politik verändern können. Bitte schön. Kerstin Daut für den MDR. Meine Frage schließt im Grunde daran an, denn es sind ja nicht mal mehr 9 Monate bis zu den beiden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, Frau Wagenknecht. Wie sieht denn da Ihre personelle Strategie vor Ort aus? Wo wollen Sie die Leute rekrutieren? Können Sie vielleicht schon Namen nennen? Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, die Parteispitze, die ich hier sehe, ist bis auf Ihre persönliche Biografie, aber Sie haben ja Ihren Wahlkreis und Ihren Lebensmittelpunkt auch schon lange im Westen, eine rein westdeutsche Parteispitze. Also was macht Sie da so zuversichtlich, in diesen beiden mitteldeutschen Ländern zugkräftiges Personal aufzustellen? Ich bin optimistisch, weil ich schon Gespräche führe. Wir werden auch zum gegebenen Zeitpunkt natürlich dann, wenn das entsprechende Ergebnisse hat, das auch veröffentlichen. Es ist ein gewisser Schönheitsfehler, dass wir jetzt tatsächlich in der Parteispitze, mit Ausnahme von mir, ein bisschen Westlastigkeit haben. Das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie sich das in den Anfängen, wie wir uns in den Anfängen aufgestellt haben. Schon auf der Europaliste wird es ostdeutscher Profilierte. Fabio? Nee, Fabio ist nicht Ostdeutscher. Nein. Ich habe zum Spaß gesagt, Thomas, ich lebe mittlerweile in Ost-Berlin, aber ich glaube, es ist. Nein, also ich glaube, hier, was das hier angeht, das stimmt schon so. Auf der Europaliste wird es auch ostdeutsche, profilierte ostdeutsche Kandidaten. Die Artinnen auch geben. Das kann ich schon mal auf jeden Fall ankündigen, weil es uns sehr wichtig ist, im Osten wirklich auch den Menschen ein gutes Angebot zu machen. Wir wissen, dass wir dort auch sehr starken Rückhalt haben und das wird sich auch in unserem weiteren Aufbau widerspiegeln. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen, gerade auch im Osten, von Menschen, die sich bei uns engagieren möchten, aus allen Bereichen der Gesellschaft. Und das ist der Grund, warum ich da auch zuversichtlich bin. Da habe ich jetzt nichts übersehen, ne? Dann geht es bei Ihnen weiter. Ja. Ich sehe allerdings jetzt. Ja, aber ich muss das Mikro ansteuern. Ruhe, auch schon der Zeit. Noch eine Frage an Herrn De Masi und Herrn Geisel. Herr Geisel, Sie sagten gerade, das individuelle Recht auf Profil
Können Sie das einmal bitte intern für uns klären, wie da die Position aussieht? Also wir haben das intern geklärt. Es gibt dieses Schreiben an die SPD von Herrn Geisel. Da stehen ja zwei Sachen drin. Nämlich, dass Zuwanderung sich nach den humanitären Grundsätzen orientieren muss. Das zählt ja auch als angeblich. Und eben auch eine Verantwortung für regulierte Migrationsmöglichkeiten für jene zu schaffen, die eben nicht über das Asyl kommen können. Und das sind insofern zwei Aspekte, die da benannt sind. Man muss den Satz auch zu Ende lesen. Das ist von daher kein Widerspruch. Klar ist, dass wir gesagt haben, wir wollen insgesamt die Zuwanderung reduzieren, ja, also für diejenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, aber der Anspruch auf Asyl selbst erstattet. Das heißt, im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention. Ja, selbstverständlich. Wir müssen unterscheiden zwischen einem individuellen Grundrecht. Die Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet die Staaten nur, niemanden zurückzuweisen, der herkommt. Denn das Problem bei der gegenwärtigen Ausgestaltung als individuelles Grundrecht ist eben, dass jeder kommen kann und sich zunächst einmal auf dieses Recht berufen kann, obwohl als politisch Verfolgte nur die genießen ja diesen Schutzstatus, werden in der Tat nur 1% anerkannt. Wenn die einmal hier sind, dann dürfen sie dann nicht zurückgewiesen werden wegen der Genfer Flüchtlingskonvention. Im Prinzip ist damit, war es ja auch viele Jahre lang, das individuelle Grundrecht auf Asyl war ein Vehikel einer praktisch nicht kontrollierbaren Zuwanderung. Und das Problem ist ja auch, wie von Fabio auch erwähnt, wenn der Bundeskanzler jetzt sagt, wir werden in großem Stil zurückweisen oder abschieben. Wenn die Menschen mal hier sind und die Verfahren dauern ja 7 bis 18 Monate, dann ist es sehr, sehr schwierig, Menschen zurückzuweisen. Und am einfachsten ist es meistens bei denjenigen, die sie eigentlich ungern zurückweisen, weil die mittlerweile sich hier etabliert haben, die vielleicht auch gebraucht werden. Deswegen sage ich, wir brauchen ein intelligenteres Instrument, um einmal natürlich dem humanitären Gedanken des Grundgesetzes Rechnung zu tragen und die aufzunehmen, die wirklich schutzbedürftig sind. Aber ich glaube, das gegenwärtige Verfahren, so wie es im Moment läuft, ist dafür nicht geeignet. Und wie gesagt, es bringt auch die Kommunen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Das dürfen wir auch nicht ganz aus dem Blick verlieren. Also wir wollen die Menschen ja aufnehmen bei uns. Wir wollen sie integrieren. Wir wollen ihnen Schulen, Kindergärten geben, Wohnungen geben. Wir wollen sie zum Teil der Gesellschaft machen. Und das geht, so wie es im Moment läuft, mit Sicherheit nicht. Und deswegen brauchen wir da in der Tat vernünftigere Lösungen. Jetzt habe ich weiter Stark für Ihre Gesundheit. Ja, vielen Dank, Fernando Danilo von der Berufler aus Italien. Kurze Frage, Sie haben Italien angesprochen. Unterstützen Sie die italienische Regierung in der Entscheidung, den ESM nicht zu ratifizieren? Und noch eine Frage, Sie haben über die Kollokation in der Europäischen Parlament gesprochen. Die Europäische Linke ist nicht nur eine Fraktion, sondern auch eine Partei. Wollen Sie Mitglied dieser Partei werden? Danke. Also es gibt nach meiner, ich bin jetzt nicht der Sprecher der Partei, es gibt nach meiner Erkenntnis überhaupt keine Bestrebung, dass wir Mitglied der Europäischen Linken werden. Wir sind eine völlig neue politische Kraft. Wir haben ja bewusst auch gesagt, wir sind sozusagen nicht eine Linke 2.0. Deswegen ist auch wichtig, dass nicht nur ich hier kandidiere, sondern auch Thomas Geißen und andere und auch Menschen, die Sharing hier sind. Und das will ich auch dazu sagen. Wir werden auch Leute haben, die sich zum Beispiel als Leute verstehen, die vielleicht früher selbst CDU gewählt haben, aber denen Sozialpartnerschaft wichtig ist. Ich komme vielleicht aus einer politischen Tradition, in der man kämpferische Gewerkschaften wollte. Und wenn wir aber eine breite Volkspartei sein wollen, müssen wir eben auch verschiedene politische Traditionen uns aufheben. Und zur Frage von Italien, ESM-Vertrag, also wir haben natürlich den ESM immer politisch auch früher in unserer Vergangenheit kritisiert, auch aufgrund der Auflagen, die damit einhergehen. Ich sage mal, unsere Motive sind andere als die der italienischen Regierung. Ja, Entschuldigung, aber gut, wir können kurz nachfragen, wenn die Motive anderen sind, meine Frage ist, unterstützen Sie aber diese Entscheidung? Also kann diese Entscheidung, den ESM nicht zu ratifizieren, einen Grund sein, Europa zu reformieren, wie die italienische Regierung immer mehr wiederholt? Also wir stehen vor einer Reform der Europäischen Union, haben ja auch viel Kritik an den Verträgen, die zum Beispiel Verbot des Beihilferechts, von staatlichen Beihilfen zum Beispiel eine aktive Industriepolitik verhindern. Ich finde zum Beispiel bei der ganzen Frage, wenn wir jetzt hier die Debatte in Deutschland um die Schuldenbremse darauf hingewiesen, in Italien haben wir auch das Problem, dass seit Jahren nicht hinreichend investiert wird. Und da wünschen wir uns Reformen. Und es ist völlig legitim, dass eine italienische Regierung, die mir jetzt politisch alles andere als nahesteht, sondern sehr fern liegt,
dass die ihre Interessen vertritt, ist völlig legitim, aber ich kommentiere jetzt nicht hier in Deutschland gegenwärtig die Entscheidung der italienischen Regierung, die muss sie selber treffen. Ich bin aber mit Sicherheit kein Anhänger von Frau Müller. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Herr Christmann vom Tagesspiegel, eine Frage an Frau Wagenknecht. Das Thema Gaza und Israel wurde bisher auch noch mal erwähnt. Könnten Sie einmal die Position des BSB dazu ausbuchstabieren? Also zur jetzigen Lage und zur Frage, wie es weitergehen kann. Also wir wünschen uns, oder beziehungsweise wir vertreten eine Zwei-Staaten-Lösung als einzig realistischen Weg, den Konflikt zu befrieden. Wir sehen mit großer Sorge, also wir waren entsetzt über die Massaker der Hamas, aber wir sehen auch mit großer Sorge die wirklich brutalen Bombardements, die dort in den letzten Wochen stattgefunden haben. Es sind tausende Zivilisten dabei ums Leben gekommen, es sind Frauen, Kinder umgebracht worden. Das ist eine Art der Kriegsführung, die in keiner Weise vom Selbstverteidigungsrecht, das Israel natürlich hat, gedeckt ist. Deswegen haben wir da, also sehen wir oder stehen wir an der Seite der vielen Menschen in Israel, die die Netanyahu-Regierung genauso hart kritisieren und die auch sich große Sorgen machen, dass auf diesem Wege der Konflikt nicht zu befrieden ist, zumal jetzt ja auch die Gefahr besteht, dass der Konflikt sich ausweitet, auch wegen Aktionen, die man dort im Libanon oder auch gegenüber bestimmten iranischen Generälen durchgeführt hat. Also wir wünschen uns, so wie wir das bei anderen Kriegen auch tun, wir wollen, dass dort endlich die Waffen schweigen, dass geredet wird und dass es tatsächlich eine Perspektive gibt, auch für die Palästinenser, in einem eigenen Staat zu leben, weil die Situation jetzt ist ja gerade für die Menschen im Gazastreifen, aber auch insgesamt für die Palästinenser auch da in den Siedlungsgebieten eine absolut unerträgliche Situation. Und da geht es nicht darum, dass wir die Hamas verurteilen, sondern es geht um die ganz selbstverständlichen Rechte, die diese Menschen, die Palästinenser haben und haben sollten und haben müssen. Und da gibt es ja von vielen Ländern dieser Welt, auch von der UN, sehr, sehr klare Ermahnungen, auch anders dort vorzugehen. Und das ist auch unsere Position. Mit einem Blick auf die Uhr danke ich allen für ihre Geduld und für ihre Zeit. Und